Das machen wir jetzt ganz gechillt und dann kriegen wir das hin. Bibliothek. Cloud wird synchronisiert. Entschuldigung, Tobi, Entschuldigung. Ich spiele bis jetzt 4 von 10. Ja, Black Friday ist halt jetzt auch. Also in 11 Minuten ist nochmal Black Friday. Ich bin nur ein bisschen früher dran. Ich wohne in Korea. Da ist schon Freitag. Chili-Pulver rein. Ja, das ist immer gut. Okay, bei mir läuft jetzt was. Ich weiß nur nicht bei euch, ob da noch was kommt. Weil ich habe eigentlich. Doch, hier. Ha! Tada! Danke, Smile, für das Subgift an Giloni. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Oder Giloni. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Danke. 5 von 7, ja, klar. Zum Eintreten drücken. Enter zum Eintreten drücken? Ich trete die Tür ein. Auf geht's. Wir gehen jetzt in die Tür rein. Ja, komm an. Kann man das auch damit? Oh. M gerade noch so zu. Ihr seht auch kein M. Hier auf der Mitte. Ihr seht auch kein M, oder? Oh, meine Cam. Meine Cam ist super. Oh Gott, wir müssen gleich in die Einstellung. Video. Oh mein Gott, was ist denn das? Wir kriegen das hin, kein Stress. Ultra, vielleicht sollte ich es einfach mal auf weniger als Ultra stellen. Wartet mal. Ich versuche mal das Einfachste. So. Und wenn das jetzt immer noch nicht geht. Wartet. Müssen wir wieder warten, bis die Kamera da ist? Nein. Okay. Wir machen mal hoch. Mehr gibt's nicht. Aber dann würde ich gerne wieder versuchen, das auf so zu machen. Hä, das geht halt überhaupt nicht. Okay. Es ging nur, weil ich aus dem Spiel raus war. Oh mein Gott. Also ich würde sagen, Vollbild fixt ausnahmsweise mal gar nichts. Jetzt geht's, oder? Geht's jetzt? Also bei mir geht's jetzt. Ich muss eh V-Sync anmachen. Ich muss immer V-Sync anmachen, weil sonst habe ich Flackern auf meinem Monitor. Perfekt. Dann gucken wir noch, dass das Untertitelgröße. Ich glaube, groß war bei denen immer gut, ne? Wir versuchen es mal mit groß. Notfalls steuern wir es um. Weiser Voraussicht. Bei Ankunft verirrt. So. Meine Haare haben keinen Rotstich. Meine Haare sind kupferfarben. Hallo, Gekolino. So. Neues Spiel. Ich gehe schon mal raus. Mal gucken, welche DMCA-Musik jetzt kommt. The skies are finally clearing up after a light rainfall most of the afternoon. The weather's approaching 49 degrees, so we've got a brisk West Virginia evening ahead of us. Wrap up tight and settle in, folks. This is 104.3 WVCK, the Basswood Sound. And I'm your host, Carrie Hammond. Coming up after a short break, mental health expert Dr. Wick will discuss the recent opioid epidemic that's been affecting. Thank you.
change my clothes and wash my mind. Does the well go down that low? Let me breathe and I'll let you go. I knelt down in desperation. I felt around for something real. There's a radio station. I'm playing wrong in my ear. Dafür lohnt sich die MCA. Viel Spaß, Frozen Connor. Und schlaf dann gut. Ey, wie das so ewig lädt, ey. Geht doch. Time to kill before the funeral. Might as well spend it here. Was? Time to kill? Also meinst du jetzt Zeit, die wir totschlagen müssen, oder ist es Zeit zu töten? Hä? Stopp. Wartet. Stopp. 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 Das ist doch... Life is Strange 2. Wo die nach dem Knast ausgestiegen sind und sich getrennt haben. Ist das nicht... Ist es nicht genau die... 1:1, ne? Oh, boah, sie, guck mal seine Scheibe an, ey. Dass der noch was sehen kann im Licht. Also, wenn er gegen das Licht fährt. Es läuft jetzt aber, oder? Nee, Ruhe. Und wir sind nur Auto gefahren, haben Lied gehört und wir müssen scheinbar zu einer Beerdigung. Und er hat gerade gesagt, wir müssen Zeit totschlagen vor der Beerdigung. This place was always one for decisions. Somewhere for things to fall apart. Schild Instandsetzung. Das Unternehmen hat Wert darauf gelegt, dass wir alle erfahren, wie großzügig es ist. Welcome back to Basswood, Sam. Mach einen Ticken lauter, ja? Ich warne nur vor, nicht, dass euch die Ohren wegfliegen. Wenn gleich irgendwas explodiert oder so. Oh, aber hübsches schon. Hübsches schon. I came up here every chance I could. One of the all-time great views. Really makes a small town look big. Und übrigens noch ganz lustig. Immer wenn ein Zug kam, hat der Controller vibriert und sogar bei der Nachricht hat so wüt gemacht. Spieleentwickler scheinen darauf immer mehr Wert zu legen, dass es so immersiv ist mit dem Controller. Bäh, oh Gott, Entschuldigung. Das ist mal ein geschickt gemachtes Hintergrund-PNG, jetzt mal ganz ehrlich. Es sieht aus, als hätte es Tiefe, dabei hat es gar keine Tiefe. Ich auch nicht. Ich kam erst am ersten raus. Ja, bloß sei denn, wenn sie funktionieren. Was? Hä? Jetzt ist kein PNG mehr. Krass. Diese 1865 gegründete kleine Bergbaustadt wuchs zusammen mit der Kohleindustrie schnell heran. In seiner Blütezeit wurde in Basswood mehr Kohle gefördert als in jeder anderen Stadt in West Virginia. Mountain Mama. Die Mine in Basswood galt als eine der beständigsten in den ganzen Vereinigten Staaten.
Mit seinen hunderten von Wanderwegen ist Basswood zudem ein wunderbarer Ort, um abseits des Appalachian Trail die Natur einfach Natur sein zu lassen. Basswood ist ein perfektes Beispiel für den wahren Lebensstil von West Virginia und gleichzeitig eine Erinnerung an die Vergangenheit, als auch ein Blick in eine strahlende Zukunft. Nicht komplett echt. Ich hätte es schwören können. Danke fürs Nachgucken, Tobi. Dankeschön. I'm not sure Nick would even want me at his funeral, given how I left things. Das gucken wir an, Basswood Fluss. I remember spending entire summers on the banks, fishing with Nick. Vibrations. So heißt ein Buch von mir. My hometown. It felt more imposing in my nightmares. Mine von Basswood. Strange to think of Basswood without its mine. Danger. Denn ein Schild schützt besser als robuste Leitplanken. You'd think the massive cliff face would be a giveaway. Ey, wir spielen voll den Herrn Sarkasmus, glaube ich. Ich habe ein Buch geschrieben. Immer. Immer. Oh Gott, Missy. Notruftelefon. Direkt mit der Notrufzentrale verbunden. I get the feeling it still sees some use, given how bad the coverage is up here. Ich bin halt voll im Weg von den Untertiteln. Hallo? Ja, kann ich mal gucken. Wenn wir die auf normal stellen, ob das dann irgendwie was ändert oder ob es genauso schlimm ist. Hallo? Da war doch noch ein... Yeah. Schild Wildtiere. Ja, und da stand doch noch was... Ich schäme mich, dass du im Weg war. Ja, aber das ist halt das Blöde. Bei Greenscreen kann ich mich halt nicht oben hinsetzen. Das sieht sonst blöd aus. Ich kann mich falsch rum von der Decke hängen. Wanderwege. These trails were great to walk if you wanted to feel truly alone. Boah, sind die klein. Komm, die Untertitel sind jetzt wirklich zu klein. Wartet, was wir machen können ist, ich kann mich einfach noch ein bisschen so rüberschieben. Bin ich zwar in die Ecke gedingst, aber ich glaube, es ist immer noch besser, oder? Normal mit Hintergrund. Es ist klein. Auf dem Handy wirst du es nicht erkennen können. Darum geht's mir. Aber da hilft auch dann das Dings nicht. Some of these species are endangered. She wrote an article about it. Ich spiele jetzt so, okay? West Virginias malerische Bergwälder sind die Heimat von Rehen, Gleithörnchen, Rotfüchsen, Kaninchen, Fledermäusen und zahlreichen anderen Tieren. Rotluchse, Wildschweine und sogar Schwarzbären wurden im gesamten Bundesstaat gesichtet und selbst weit abgelegene Farmen berichten gelegentlich von nordamerikanischen Pumas. Puma con color auf der Pirsch. Ja, wusste ich blöd. hier war noch was, ne? Hunting is another tradition I could never get behind. Just don't see the appeal. Ja, die Größe meinst du, aber also die Größe. Ich mache jetzt sogar das so. Wenn wir das jetzt, ja, das geht jetzt gerade nicht. Warte, aber ich kann einfach. Hunting is another tradition I could never get behind. Ja, das bringt auch nichts. Just don't see the appeal. Es bringt halt wirklich null, die normal groß zu machen. Weil, wenn es dann zweiteilig ist, machen sie es einfach auch so breit. Führen Sie beim Jagen stets alle erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen mit. Jagen Sie nicht unter dem Einfluss von Alkohol. Eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang und eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang ist das Jagen verboten. Okay. Ja, ich würde auch gerne die Breite einstellen können. Oh Gott. Wie soll ich das denn lesen? Der Weg wurde vor 3 Jahren nach einem Erdrutsch gesperrt. A lot of people were upset when it closed, but not upset enough to fix it. Jägermeister, ja, damit jagt sich besser. Vorratskiste schützt Wanderer und Jäger vor Bären. I left a sandwich in it for a whole week once.
Dad never let me forget it. Ich muss jetzt halt wirklich so sitzen, ne? Ist egal. I used to love looking at Basswood from up here. Helped give me perspective. Until that day. Also wenn ich mich noch kleiner mache, dann brauche ich die Cam gar nicht mehr. Weil ich müsste mich so klein machen, dass ich hier hinpassen würde. Also hier ist ungefähr der Untertitel, der anfängt. Ohne Greenscreen einfach aus. Tobi, guck mal. Ich kann mich so in eine Ecke setzen, toll. Dann sieht es ja richtig gut greenscreenig aus, nicht wahr? Nee, wir machen mich einfach hier in die Ecke. Mann, ich hab so... Warum habe ich heute auch diesen Pulli mit diesen aufbauschenden den Muffinärmeln da? Oh, okay, warte, ich gehe einfach noch so ein Stückchen hier rein. Warte, der Stuhl muss in die Richtung. Oh, das ist aber blöd, da muss ich ja richtig schief sitzen. So. Jetzt müsste ich eigentlich gehen. Finde ich gut, May. Das finde ich eine gute Idee. Fly away to victory. Ein Teppich, Pinky. Ja, dann sieht man da oben ja nichts mehr. Nee, das passt schon so. Ihr könnt doch jetzt die Untertitel lesen. Achso, ich bin nicht mehr im Spiel. So. Entschuldigung. Dann bin ich auf dem fliegenden Teppich. Da war ein... Oh. Ich mal raus. Why can't the real world be as clear and peaceful as my own mind? Even if it does mean nothing stays hidden in here, not even me. Wir spielen übrigens doch Final Fantasy 13. Muss jetzt irgendwie, naja, irgendwie. Optimale Stoßwinkel. X gleich Vx mal T, ich glaube es ist Stern, ne? Hallo? Y gleich H plus VY mal T minus G mal T Quadrat durch 2. Ja, das ist die Remastered Edition. Eisenbahnunglück in Basswood. Beschädigtes Gleis führte zur Entgleisung. Ist so eine Mischung aus Detroit und Final Fantasy 13. Ja, das Flackern, das lassen wir heute mal. Minenstilllegung. Untersuchung bei New Virginia Coal. Mit dem Flackern müssen wir heute klarkommen. Es ist wichtiger, dass ihr die Untertitel lesen könnt. Die Leute, die nicht so gut Englisch können. Das sind Menschen. Ich sehe tote Menschen. Erinnern. I've been meaning to ask you something. Don't freak out. Would you be my little girl's godfather? I wouldn't trust anyone else with this. And yet I stopped taking his calls. He even called once the day before he died. I'll never know what he wanted to talk to me about. Kann ich dir kommen, yes. Wie kann ich... Ah, hier. This is Anna. She works freelance. Does a lot of the human interest pieces. What can I say? I'm interested in humans and their pieces. What do you like to write? I gotta run to a review with Walt. You two feel free to chit-chat. And Sam, be nice.
I had never met someone so interested in others, even in me. Och nö, wir spielen schon wieder jemanden, der einfach kein Selbstwertgefühl hat. Och, das ist mal so anstrengend. The story is important. You know I think that. It's just... People around here have short tempers and long memories. Be careful. Sam, are you even listening to me? Viel Erfolg, Tobi. I heard you, Anna. But no. Alter, das A. Listening. Das A triggert mich hart. Ihr müsst mal auf das große A achten. The story is important. You know I think that. It's just... Sag es gleich wieder dazu. Achtet mal auf das große People A. People around here have short tempers and long memories. Be careful. Und die Ä-Striche, Punkte. Sam, are you even Und die Ö-Striche. Und Ü. I heard you, Jetzt, Anna. Die A's, die sind voll anders. I wasn't listening. Boah, mich triggert sowas so hart. Hallo, Steph. Ich hasse sowas, ne? Ja, Dominik, und du wirst dich jetzt die ganze Zeit daran aufhängen. Ich weiß es. Oh, Gott. Das war gemein. Erinnern. Come on, Anna. Look at this. What is it? Someone skinny dipping? Das ist wie auch. Anna, you really need to see this. I can't even see. Something's blocking it. Sam, what are you doing? I'm trying to be romantic. Hat nicht so gut geklappt. What? Wait. Please don't tell me you're proposing. I'm down on one knee, a ring. What else would I be doing? You look like I just ran over your grandma. Okay, the silence is really starting to scare me now. Anna, please say something. Sam, put that away. Come on. I don't want a ring. I don't need a ring. You should know that. We've discussed it before. A blast from the past. We weren't happy. She was the one brave enough to face that. Lost in my head again. How much time did I miss? Ist übrigens nicht Deutschlehrerin, sondern Grafikerin. Drücke hier, um den neuen Tagebucheintrag zu lesen. Ich habe beschlossen, vor Nicks Beerdigung noch einen Spaziergang auf dem Plateau mit dem Aussichtspunkt zu machen. Ich dachte, ich sei nicht bereit, mich Basswood wieder zu stellen. Aber die Vergangenheit zieht mich bereits dorthin. Meine Erinnerungen sind so lebhaft, als wäre ich nie fort gewesen. Mache einen Spaziergang auf dem Plateau, habe ich gemacht. Erinnere dich am Fernrohr an jeden Abend, habe ich gemacht. Und jetzt soll ich zum Auto zurückkehren. Du hast genug Zeit vertrödelt. Leute, Sam... Vor 2 Jahren habe ich Basswood den Rücken, also er heißt Samuel Sam Higgs. Vor 2 Jahren habe ich Basswood den Rücken gekehrt, um vor einem Job bei einer kleinen Zeitung einer Stadt voller wütender Menschen und einer gescheiterten Beziehung davon zu laufen. Ich habe nie zurückgeblickt. Jetzt kehre ich heim, um der Beerdigung meines besten Freundes beizuwohnen. Was könnte wohl mehr Spaß machen, als mich am Grab meines Freundes all meinen Fehlern aus der Vergangenheit zu stellen? Danke für deinen Beitrag, Watson. Anna Miller. Erinnerungsstück. Oh. Anna, die davon kam. Wäre mein Leben anders verlaufen, wenn sie ja gesagt hätte, sie wiederzusehen? Das wird schwer. Und dennoch freut sich ein Teil von mir darauf. Der Rest von mir will sich umdrehen und sofort verschwinden. Nick war schon so ein Hotboy, ne? Nicholas Nick Waldron. Nick war mein Freund, seit wir Kinder waren. Mein einziger Freund. Als ich Basswood vor 2 Jahren verließ, stellte ich mich tot. Und jetzt ist er es, der tot ist. Ja, Watson untermalte jedes Spiel so schön. In dieser Szene wurde noch keine Entscheidung getroffen. Kalte Füße? Da stand kalte Füße. Okay,
Entscheidung treffen. Ich bin bereit. Ich bin bereit, alle Entscheidungen der Welt zu treffen. Wie renne ich? Ich bin schnell. Ich will schneller sein. Ich kann nicht schneller sein. I missed the funeral. Maybe it's for the best. On the bright side, Nick's not alive for me to let him down again. What? Bebe. Oh. Ich geh nochmal weg, ne? Sorry, Walter, but I don't think I'll stick around. Given up already? Just a quick, depressing jaunt down memory lane and then you're gone? I know you think that the only thing waiting for you down there is hurt. Lots of hurt. And you might be right. But it's been 2 years. It's time to face the world. Time to adult. The good news, though, at least you don't have to do it alone. Warum flimmert diese Schrift so? Wer genau ist das, der da unten mit uns redet? Komm's doch noch. Ich hoffe wirklich, dass ich es zum Leichenschmaus schaffe. Ich komme zum Haven. Nick wird es nicht kümmern. Ich bin fast da. Nick ist mein bester... Komm, das war mein bester Freund, der jetzt tot ist. Ich bin jetzt nicht so ein Arsch, ja? Ich bin fast da. Hab im Verkehr festgesteckt. Bin fast da. Lost the signal. Some things never change. Oh Gott, ich kann die Kamera ein bisschen bewegen. Ich würde meine Kamera wegmachen. Hallo, fucking awesome. Hallo. Oh Gott, jetzt kommen wieder diese Rehwitze. Dabei ist das doch gar nicht live straight. Jetzt kommt wieder der 3 Jahre lange Ladescreen, aber hey, wir wissen's. Und sonst so? Was machen eure Familie und Heiratsanträge? Habt ihr auch das so unromantisch versucht? Einfach so einen Ring durch ein Teleskop und so? Way back home completed. Lies doch, Smile, lies doch den Namen. Oh nein, Kind. Joanne Flo Waldron, Nicks Tochter. Ich kann mir kaum vorstellen, was sie durchmacht. Das wäre ein Junge. Yuli, you actually came. It's been a while. You've gotten taller. Can we talk? We're talking right now. It's cold. Nick's tot. Das ist schlau, Ruhezone. Das ist schlau. Schlau. Nein, aber wir haben so oft Redezeit. So, you left. Na, Motte. Joan, that's not fair. You left. Lass es mich erklären, lass uns nicht davon sprechen, es tut mir leid. Alter, was geht das Görs an? Ey, jetzt mal, ernsthaft. Ernsthaft. Was geht das Görs? Das ist nicht meine Tochter. Es ist nicht meine Tochter. Das ist die Tochter meines besten Freundes, der jetzt tot ist. Okay, ja, schön. Vielleicht hatte ich was mit der zu tun, aber das ist doch nicht meine Tochter. Ich habe sie nicht verlassen. Ich bin nicht ihr Vater, der sie verlassen hat.
Look, Joan, I messed up. You said you wouldn't leave. You said... I don't remember exactly, but you pinky swore. I didn't mean to lie. I just screwed up. After Anna broke up with me, I'm sorry. I wish words meant anything. I wish this didn't make it harder for you to trust me now. You could have at least called something, especially after, you know, after my dad. Das Mädchen hat eine sehr leise Stimme. Leider. I don't know what to say to that. You're right. Ja, Kayla, ist von den Machern. I wasn't in a state where I could reach out to anyone. Hallo, Serena. I'm still not. If Nick hadn't died, I never would have come back. Thanks for being honest. You're always at least honest. Und sieht sehr aus wie ein Junge. I wanted to talk to you about what happened to Dad. It doesn't make sense. He wouldn't have just crashed. He drove like a grandma, you know that. It's wrong. I don't buy it. I'm just in town for the funeral, Joan. I'm not a PI or a cop. You're the closest thing I can talk to. Will you just look into it, Muley? Please? She wants her father's death to mean something. But where does that lead? This is my therapeut? The truth. That could change everything. An hour ago, you wanted to run away. Now you want to start another investigation? A few questions won't hurt anyone. Just tonight. To reassure her. And myself. This is a wake. If you poke around, people may end up poking back. Okay, whatever you do, at least leave the kid out of it. It would be cruel to lead her on. Friends don't lie to each other. Even if it means disappointing her again? It's your call. Das ist neu. Ist das der gleiche Typ? Können wir mal kurz... Geht mal ganz nah an euren Bildschirm ran, ja? Ist doch der gleiche Typ, oder? Das ist die gleiche Nase, das sind ist die gleiche Augenfarbe, die gleiche Haarfarbe. Der hat nur die Haare anders gestylt und der eine hat eine Brille auf und ist rasiert. Das ist doch der gleiche Typ, oder? Unangenehmes Schweigen im Auto. Wovon du redest? Weiß nicht, was du meinst. Ist doch voll angenehm. Also was wir auf jeden Fall machen werden, ist die Untersuchung machen, weil das Problem ist, wenn wir uns raushalten, warum spielen wir das Spiel dann? Macht mir Angst. Wer? Der da unten oder das Weibchen? Das Mädchen? Aber guck mal, wir müssen ihr versprechen, weil wenn die jetzt so 12 oder so ist, dann müssen wir noch 6 Jahre warten, bis sie 18. Und dann könnte sie eine ganz hübsche Frau geworden sein. Entschuldigung. Gibt's doch die mit? Nee, leider nicht, Vertus, sorry. Okay. I'll see what I can see and... all that. Gumshoe it up. You will? You make some good points. It doesn't fit. I hate when things don't fit. Yeah, me too. I might just be, I don't know, crazy or something, but... You want to know for sure. I get it. Thanks, Muley. I should go in before my mom misses me. You better get in there too. Can't hide in your car all night. Who says I'm hiding out here? I do. See you inside.
diese Motte auf ihrem Rücken hat bestimmt auch irgendwas zu bedeuten. Die haben immer irgendwas auf ihrem Kleidungsstück, hinten oder vorne. Das war bei Tell Me Why so, das war bei Life is Strange so, das ist immer so. Ach, der Nick war schon hot. Können wir Nick wieder ausbuddeln? Was war das? Kannst du mir die Packung kurz zeigen? Danke für den Host, Liebes. Dankeschön. Wir gehen in die Kneipe. Jeder weiß, dass Nick und ich beste Freunde waren. Jeder glaubt, ich sei ihm schuldig, hier zu sein. Seine Tochter Joanne geht noch einen Schritt weiter. Sie findet, dass ich hier bleiben und den Tod ihres Vaters untersuchen sollte. Unser alter Chef Walter wird sicherlich auch etwas dazu zu sagen haben. Es wird mir wohl nicht gelingen, ihm aus dem Weg zu gehen. Dieselbe Stadt, dieselben Zweifel und Widersprüche, sich ihnen stellen oder davor weglaufen. Diesmal entschied ich mich anders. Die Versuchung, eine weitere unheilvolle Untersuchung anzustellen, die zu nichts als noch mehr Schmerz führen konnte, war einfach zu stark. Tue ich das für Joanne, für Nick oder für mich selbst? Joanne Flo Waldron. Von allen Menschen, denen ich mit meinem fluchtartigen Verschwinden aus Basswood wehgetan habe, ist Joanne diejenige, die es am wenigsten verdient hat. Sie war nur ein Kind und meine Patentochter. Aber es ist nicht leicht, der einzige Freund eines einsamen Kindes zu sein. Und ich hab's vermasselt. Jetzt, da ihr Vater tot ist, wird es für sie sicher nicht einfacher. Hat sie eine Mutter oder muss ich sie jetzt aufnehmen? Das ist doch als Paten, Tante, Onkel, sonst was, ist es doch meine Pflicht. Das Ecstasy wurde ihm ordentlich verschrieben. Ach so, okay. Danke. Wütend, verletzt, starrsinnig, schwer zu glauben, dass ausgerechnet Joanne es war, die mir den Spitznamen Mooli gegeben hat. Nicht, dass ich nach einer Ausrede suche. Sie ist noch ein Kind und ich habe ihr ein Versprechen gegeben, dass ihr das Herz brechen wird. Egal, ob ich es halte oder nicht. Was, wenn sie recht hat, was den Tod ihres Vaters angeht? Was wird das mit ihr machen? Und was, wenn ich ihr die Antworten, die sie sucht, nicht geben kann? Wiedervereinigung mit Joanne. Ich habe Joanne versprochen, mich wegen des Todes ihres Vaters umzuhören. 86%. Okay, wir machen sofort von neu. Es will nicht bei den 86% sein. Langweilig. Ah, jetzt kann ich rennen, also schneller gehen. So wenig Sachen für Kanalpunkte, weil ich keine sinnvollen Sachen dafür sehe. Wüsste da nichts. Hintertür der Kneipe. Wenn ich hinten reingehe, werden die Leute komisch gucken. Ethan keeps a spare key around, but I should use the front. Nein, ich will hinten rum. Immer. Coal Miner's Haven. Die Kneipe hat ihr Logo, aber niemals ihren Namen geändert. The old bar sign reminds me of when Nick and I were still kids. Was habt ihr da in der Bar gemacht? Lost and found completed. Ihre Mutter drin war. Ach, da höre ich doch nicht zu. Es hat ein Kind geredet. Might as well talk to Walter. I'll have to sooner or later. Anzeige für ein Footballspiel. Wenigstens hat Basswood noch immer seine Pathfinder. One of Nick's favorite matchups. Might be the first game he'll miss. Ja, same stuff. Also, was ich vielleicht ganz lustig finde, ist so dieses Abstimmen, also dieses Kanalpunkte ausgeben, um irgendwie so spaßeshalber halt zu entscheiden, ob jemand, keine Ahnung, zum Beispiel bei Dark Souls, ob der Boss First Try gelegt wird, ob er Second Try. Und dann kann man da irgendwie so seine Kanalpunkte reinputtern, dass man da so ein bisschen so wettmäßig das macht. Aber was hast du davon? Boost the stream aktiv. Bitte was, Tobi? Was boost the stream? Habe ich noch nie gehört. Joannes Fahrrad. Schon ziemlich mitgenommen. Sie radelt immer noch gerne. That smile she had when I gave it to her. She could barely get on it back then. What? Boost the stream is a new community challenge where viewers can pool channel points to unlock a boost reward. The boost reward promotes the stream to highly visible parts of Twitch. The promotion can help more viewers discover you, your community and your content. Hä? Habe ich noch nie gehört. Ich bin nicht wirklich erkältet. Ich schnupfe nur ein bisschen, aber es ist noch nicht genug, um eine Erkältung zu sein. Aber danke. Da du scheinbar erkältet bist, geht eine gute Besserung. Yes, the cat food is under the sink. Yes, yes it is, Mother. Trust me.
Oh, Samuel is here. I'll call you back. Samuel Higgs, as I live and breathe, has it really been over 2 years? Regardless, I'm so glad you finally made it. It's good to see you. What kept you? A trip down memory lane. I missed the funeral, but I made it to Nick's wake. You have to bring it in for a hug. It's a Basswood back in yeah, town. Yeah, Umarmung. So good Klar. To see you. Even if I wish the circumstances were different. In times like these, we need the comforting touch of others. Ja, natürlich, umarmen wir. Los, auf geht's. Also, have you spoken to Anna lately? No, why? No reason. If you get the chance, we should catch up. We should really catch up. I'll see you inside. Aber kann ich das, also kann ich als Kanalinhaber das selbst machen? Weil ich habe unendlich Kanalpunkte. Ich hoffe, das haben sie irgendwie bedacht, dass man das nicht machen kann dann. Okay. Oh, Nick! Dieses alte Logo stammt aus der Zeit, als du und Nick noch Kinder wart. Ihr habt euch in dieser Kneipe kennengelernt. Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Das hat er nicht so gesagt. Walter Dodson, mein alter Chef bei der Zeitung. Ich würde sagen, dass er mir alles beigebracht hat, was ich weiß. Aber wenn man sich meine Errungenschaften so ansieht, ist das alles andere als ein Kompliment. Ich hielt Walter immer für einen anständigen Menschen, ein seltenes Exemplar, das wirklich daran glaubt, dass es seine Aufgabe ist, der Gemeinschaft zu dienen. Den alten Witzbold wiederzusehen war netter als erwartet. Ja, was? Oh Gott, da ist so viel Text. Arcade-Spiele waren deine ersten Freunde und Nick Walden war dein erster richtiger Freund. Ich liege natürlich irgendwo dazwischen. Ich? Was? Was? Arcade-Spiele waren deine ersten Freunde und Nick Walden war dein erster richtiger Freund. Ich liege natürlich irgendwo dazwischen. Mein Therapeut, der aussieht wie ich. Ist das so wie bei Dingsbums? Beyond Two Souls? Habe ich einen imaginären Freund, der ich selbst bin? Ist es mein Unterbewusstsein? Und hier hat alles angefangen, im Coal Miner's Haven. In der Kneipe gab es einen alten Spielautomaten, den der Besitzer Mr. Edwards von irgendeinem Schrottplatz gerettet hatte. Du verbrachtest ganze Nachmittage hier. Du hast Pac-Man gespielt, bis es draußen dunkel wurde. Die Kneipe sich mit Bergleuten auf der Suche nach billigen Getränken füllte und Mr. Edwards sich schließlich rauswarf. Du hast ihn angefleht, länger bleiben und noch ein bisschen spielen zu dürfen. Aber er dachte, dass es schon nett von ihm war, dich überhaupt spielen zu lassen. An den meisten Tagen ließ er den Automaten sogar kostenlos laufen. Er war ein zäher Bursche, ein Amateurboxer, der es gar nicht mochte, wenn Minderjährige oder Betrunkene mit ihm darüber diskutierten, wann es Zeit war, nach Hause zu gehen. Eines Tages spielte ein anderer Junge in der Kneipe Pac-Man. Du hast ihm zugesehen und gehofft, dass er bald verschwindet. Plötzlich drehte er sich um und sagte, »Mein Cousin sagt, dass es eine magische Pille gibt, die macht, dass die Geister immer blau bleiben. Aber die taucht nur auf dem 100. Spielfeld auf, in der Mitte da, wo das Obst ist.« »Redet dein Cousin immer solchen Quatsch?«, hast du ihn gefragt. Der Junge kratzte sich am Kopf, als würde er ernsthaft über die Antwort nachdenken und sagte dann, »Ja, ständig.« Und ihr beide habt losgelacht. Den Rest des Nachmittags habt ihr zusammen gespielt. Nick hat deinen Highscore geschlagen und du dann seinen. Es wurde spät und ihr wurdet beide nach Hause geschickt. Da hat Nick dich zu sich nach Hause eingeladen. Am nächsten Tag hat Nick am Schultor, ich habe gerade Schulter gelesen, am Schultor auf dich gewartet. Er ging mit dir zu Miner's Haven, als wollte er sicher gehen, dass du nicht wegläufst. Das bist du nicht. Zumindest damals noch nicht. Hallo, Katrinchen. Ich habe ein bisschen Angst, dass das da so ein bisschen zu viel spoilert, weil, also, ich liege natürlich irgendwo dazwischen. Ich glaube, ich habe einen imaginären Freund. Also, oder eine gespaltene Persönlichkeit oder sowas halt. Einfach irgendwas, was ich selbst bin. Oh Gott, das sieht aus, als ob der Pfeil in seinen Kopf geht. Aber der für mich eine Persönlichkeit ist. Was guckst du gerade, Erdbärchen? Tja, Wertung muss man machen, ne? Schlörke. Schlaf, Katrinchen, träum was Schönes. Nehmen. Oh Gott, Kommentar mir, ja, du bist böse. I haven't read an issue of this paper since I left. I wonder how they've been doing without me. Ach so. Ah, ich muss runterscrollen. Auf jeden Fall viel Spaß dabei und erschreck dich nicht zu sehr, nicht wahr? Und träum dann was Schönes. Schön, dass du da warst. Schlaf gut.
Okay, wie wichtig sind euch die Untertitel, dass man die am Anfang lesen kann? Kann ich mich wieder normal hinsetzen? So, die oder der oder das ist doch jetzt nicht so wichtig, oder? Heute Ehrung einer lokalen Legende von Walter Dodson. Anfang der Woche kam unser lieber Kollege Nick Nicholas Waldron bei einem tragischen Autounfall ums Leben. Er wird morgen auf dem Friedhof Haven's Gate beigesetzt, bevor seine Familie, seine Freunde und seine Kollegen im Coal Miners Haven in Erinnerung an ihren viel zu früh verstorbenen Freund die Gläser erheben werden. Tut mir leid. Treue Leser werden den Namen zweifellos wiedererkennen, denn es gab Tage, an denen er die Verfasserzeile von mehr als der Hälfte der Artikel dieser tapferen Zeitung zierte. Dankeschön, Katrinchen. Kind, setz dich normal hin, das kann ja keiner mit anschauen. Nick wurde von seiner Familie und seinen Kollegen sehr geliebt. Er hinterlässt seine Tochter Joanne und seine geschiedene Frau Katie. Geschieden! Fortsetzung auf Seite 3. Backtest? Must have been a hard issue to write. Oh, warte da, schau mal. Das digitale Zeitalter hält hier erst in 10 Jahren ein. Wer weiß er das? Tür der Kneipe betrachten. I'm not ready for that. Here we go. Ich bin noch nicht bereit. Und auf geht's. Okay, ich geh mal weg, ne? Ach so, der Autokorrektor. Ich dachte gerade, das ist jetzt was ganz Neues. Der Ton ist dumpf, was? Mr. Samuel Higgs, Big Shot Investigative Reporter. Didn't think you'd ever be back in here. I'd gladly slash your tires, but that means you couldn't leave town. And you are leaving town right after this, right? Because if you aren't, well, Nick's memory only goes so far. Ich hab grad getrunken, ich hab's nicht mitgekriegt. Entschuldigung. That's what I thought. Ich hab nicht sie mitgekriegt. Come on, it ain't worth it. Guck, der Polizist macht du das. Making friends already, I see. Declan, been a while. Hey, careful. I'd rather not be working tonight. And you always seem to angry up everyone's blood. Oh, der hat einen Muttermal unterm Auge. Das ist süß. Ich gehe, sobald ich kann. Er hat angefangen. Ich bin nur wegen Nick hier. I'm only here to pay my respects to Nick. Nothing more, nothing less. Yeah. Shame that. You watch yourself. Hast du doch auf mich auf. Barschlägerei, nein. I think it's time I go put up a photo at the memorial board. That's what people do, right? Declan lacks subtlety, but he loves this town like no one else. You always did know how to start a ruckus. That's about Liza. Old-timers in general already don't like me, and the article just made it worse. You always did know how to start. Na, ich wollte mit denen reden. Hey Sam, why don't you drink to Nick on the other side of the bar? Hey, Dude, warum redest du nicht, indem du deinen Mund bewegst? Yo. Hey. Sorry. He's the guy who got the mine closed. I can't believe he showed up after what happened. Hey, Hey. Hey. Kann jemand Schmiere stehen? Da liegt eine Tasche, ohne dass jemand dabei steht. Komm, wir werden jetzt Dieb. Die haben es verdient, die Leute. Okay. I didn't know you read Dickens, Ethan. Wer ist Ethan?
He's owned this bar for almost a decade and still can't afford another employee. Ich könnte ja zusammen aufpassen. Flaschensammlung. Then you should read Great Expectations. It's a masterpiece, plain and simple. Spirituosen aus dem ganzen Land. Ethan hat schon immer gern angegeben. Mit ihm kann ich nicht, warum kann ich nicht mit Ethan reden? Walter can Ethan. Be overwhelming at times, but he means well. Ich fahr im Auto. So, I had to throw them all out on their ear, and only then did I realize. Ah, Samuel, my favorite ex-muckracker. Join us, join us. How was the funeral? Wasn't there. Setting up for this. Everyone came, most of the town, it felt like. A sea of sad, wet eyes. I gave the eulogy. Felt hollow. So hollow. He worked for me for years. For years, my best reporter. What do you even say about him? Er war ein tüchtiger Reporter, er war ein Teamspieler, er war sehr penibel. Er war ein Teamspieler. Oh Gott, oh, guck mal, wie traurig er guckt. Warte, guck mal. Oh, Bibi. He loved people. Sharing things, having fun together. Take video games. Jetzt he didn't even okay, care if it was some creep. Cooking game or shooting game or what. As long as we were playing together. I always prefer my games analog. Chess, Go. You two did seem to bond over them, though. It's the small things. Like, he always kept his window down. Said cars made him claustrophobic. That's how he stays with us. The little details. I remember the bar bets about that safe spot at Pac-Man. He got me one night. Yeah, got me once, too. Can't believe it's real. Enough about Nicholas, enough. Tell me, how have you been, Sam? How have you really been? Ausweichen, ehrlich antworten. Ich mag ihn. I spend all day doing nothing. I don't even count days. They just blur together. Okay, du musst nicht. Nick's death barely hit me. It was like a pinprick compared to just everything. Time heals most wounds. Some it just makes worse. Sounds like you need something to pull you out of your rut. Well, I think I've taken enough of your gent's time. Go, mingle, circulate. But you must join us for an actual round later. You must. Das war jetzt nicht unbedingt ehrlich, sondern eher, weiß ich nicht. Nix tot, kam dir irgendwas daran seltsam vor? Ja, fragen wir mal, ne? Ja, wirklich. Ja, also, gestern, da habe ich mir den Zehennagel eingerissen und dann habe ich einen Socken mit meinem kaputten Zehennagel aufgerissen. Jetzt musste ich den Socken wieder wegschmeißen. Aber wen interessiert der Socken? Ich habe mein ganzes Leben weggeschmissen. Oh, Walter, can I ask you something? Questions are the fountainhead of knowledge. Nick's crash. Was there anything suspicious about it? I asked myself the same thing. The very same thing. It did seem odd. Young Nicholas. A careful man in all things, including driving. I looked into it myself, you know what I found? What? Nothing. Tragic accident with nothing amiss. I am both relieved and saddened to say. Ah. Life is rarely like a crime thriller, and while I don't mind you asking, some might find it a distasteful conversation at a man's memorial. Deswegen habe ich dich gefragt. I'll keep that in mind. See that you do, my boy. See that you do. Deswegen habe ich dich doch gefragt, Mann. Nur du mich magst. Wir haben uns umarmt. Was? Sitzeckentisch. Wurde schon seit Jahrzehnten nicht ersetzt. That's where Nick and I sat. Every time he dragged me out for drinks after work. Sammy. Oh, it's been ages. Ist das Katie? Tara? Okay. Oh, me? I've had this stomach thing lately, always churning. And this thing with Nick, his car went up like a Sunday ham. He burned alive, you know. Have you met Hugh? He took over the old pharmacy. Oh, dein bester Freund ist übrigens verbrannt. No. Hast du ihn schon kennengelernt? I've read that article you wrote on the mine. You must have put in a lot of legwork on that. Wie fanden Sie ihn? Es war viel Recherche. Ich will nicht darüber reden. Oh, you read it.
What do you think? Of the writing? Fine. Fine. Of the reporting? Something that needed to be done. Many medicines are a bitter brew, but you still need to take them. That's nice of you to say. Oh, don't hesitate to drop by the pharmacy sometime. Oh, and Sam, you... But for now, I have a feeling you're not here for us. Oh, right. Don't be a stranger, Sam. Es bleibt alles so, wie es ist. Das stimmt. Das ist bei Schulen wirklich so. Das ist Katie, okay. Dann möchte ich da noch nicht hingehen. Joanne? Oh, kann ich jetzt mit ihm reden? So, Sam, how's life been treating you? Er ist taktlos. Das heißt, so viel könnte es ihm nicht ausmachen, wenn ich ihn jetzt frage. Es heißt, die Stadt liegt ihm am Herzen. Und er ist relativ taktlos. Und nicht der Einfühlsamste. Dann kann er es nicht so schlimm finden, wenn ich danach frage, ob irgendwas komisch war im Ort, oder? Wie allen anderen auch. Gut genug, schätze ich. Nicht gut. Nicht gut, Nick ist tot. Oh, ich muss es nehmen. Could be better. My best friend just died. No need to snap at me, Sam. I ain't the enemy here. And your allies are in short supply, so be careful what you say. You staying in town long? Not really. Why? You think I'm gonna disturb the peace or something? Wouldn't be your first time. Have a nice evening, Sam. You always did know how to start a ruckus. Can't say I've missed that. Ey, hasst mich! Dartpfeile. Die Verteilung der Löcher zeugt von starker Alkoholisierung der Durchschnittsspieler. Some people can play this game drunk. Anna was best at 3 beers. You'd think a kid at a bar would stand out more. Everyone here seemed to really like my dad. Of course they did, Bug. Everyone's nice. In that creepy way. It's weird. Even Anna's weird. Wie kommt einer zurecht? Sie versuchen nett zu sein. Dein Vater war ein guter Kerl. People don't really know what to say, but they genuinely liked your dad. So even if they're weird and clumsy, it comes from a good place. Now you sound all weird and clumsy. Don't I always? Do you ever just watch people? It's pretty much all I do. Me too. But I don't always like what I see. Ja, der Polizist ist ein bisschen... Alter, ich kann gerade in den Körper gucken. Wo ist denn eigentlich Anna? Ja, wo ist denn Anna? Angeblich ist Anna hier, aber wo ist denn Anna? Die sollte jetzt ja wohl nicht so schwer zu finden sein, ja? So viele Frauen gibt's hier nicht. Oh, wahrscheinlich gehört ihr die Handtasche. Notiz des Managements. Warnung an betrunkene Gäste. Ich bezweifle, dass jemand das liest. Achso, jetzt kann ich nicht angucken. Nix Artikel. Ein Wahrzeichen Baswoods wechselt den Besitzer von Nick Waldron. Der erfahrene Gastwirt Ethan Morrow wird den Coal Miners Haven von seinem jetzigen Besitzer Carl Edwards übernehmen. Der Coal Miners Haven ist eine der wenigen Kneipen in Baswood, die bereits seit der Prohibition während er als Flüsterkneipe begann, bestehen. Das sagt Ethan zu der Veränderung. Es wird sich nicht viel ändern. Die Kneipe ist für viele hier wie ein zweites Zuhause und das soll so bleiben. Er hat vor, Edwards Sammlung von Dekorationen zu behalten und im Laufe der Jahre zu erweitern. Anna ist lost. Ethan, Entschuldigung. Ein Blick auf Baswood. Die Kneipe, an die sie vergessen haben, sich zu erinnern. Von Walter Dodson. Es ist leicht, die Orte zu übersehen, die unsere Heimatstadt so vertraut wirken lassen. Der Coal Miners Haven ist ein solcher Ort. Der Besitzer Ethan Morrow hat dafür gesorgt, im Namen des Etablissements treu zu bleiben, indem er die Wände mit all den tapferen Arbeitern, die im Laufe der Jahre in Baswood eingekehrt waren, schmückt. Ethan hat zwar vielleicht noch nicht den Gipfel erklommen, aber er bleibt optimistisch.
Die Lage ist nicht leicht, aber glücklicherweise glauben die Leute immer noch, mich beim Dart schlagen zu können. Geben Sie ihm eine Chance, wenn Sie vorbeigehen. Die Preise sind günstig, das Bier ist kalt und Ethan vergisst niemals den Namen eines Gastes. Das probiere ich aber mal. Fotos der Mine. Die Bezahlung zog damals viele Leute an. Ihr mit eurer... Ihr seid doch alle gegen... Also von euch selbst gegenseitig Sims. Gebt's doch zu. Billardtisch. Das leicht kürzere Bein an der Rückseite verschafft Stammgästen ein Vorteil. Bist du Anna? Du bist ganz schön gealtert. Blumen, helfen die wirklich irgendjemanden? Should I have brought flowers? Do people expect me to? Aber gibt's hier nicht so viele Blumenarten? Sheriff Mitchell, wer ist der Sheriff Mitchell? Bess always had a soft spot for Nick. I think she liked his work ethic. That's what crooked pharmacists want you to believe. But that amount is damaging for the long term. Pretty courageous of him to try his luck in Basswood, given the state of things. Wo ist jetzt Tara? Ach, Tara ist da hinten. Okay, ihr hat die Tasche gehört. I've never known Tara to not take over a conversation. So tragic, what happened to Nick. The details are horrible. They think he didn't die on impact. Instead, he roasted to death. Not enough to damage the bones, but, you know, not a pretty sight. Unless you're into that kind of thing, of course. I didn't mean to be rude, Sam. It's all right, Tara. I don't like the sight of dead, burned people. Oh, thank God. I wouldn't want to be rude on a day like this. Poor, poor Sam. Now that Nick is gone, everyone in town hates you. I mean, I don't. Why would I? It's not my job you destroyed. You're not the cause of all my problems. I mean, that's what you did for pretty much all of Basswood, but not to me. So, I don't hate you. Thanks for the confidence booster, Tara. I'll see you around. Ich geh dann mal, nicht wahr? Also war ein schönes Spiel, wir gehen. Ich habe keine Lust, den zu spielen. Oh, Fisitoli. Ich hoffe, dass es weiterhin langweilig bleibt. Das ist doof. Gedankenpalast. I can't believe this whole thing's still working. Es erinnert mich auch ein bisschen an Ei. Aber eng. Also ihre. Er tanzt in seinem Gedankenpalast. Das war ein bisschen eklig, der Effekt. Spielautomat. Nick hielt immer den Highscore. Nick and I spent so much money on this machine. Schlagzeug wird von Garagenbands verwendet. Ethan versucht, die lokale Szene zu unterstützen. Wie war das hier, ne? Oh Gott!
Ich habe den Bergarbeiter ignoriert. 39%. Immerhin habe ich das gemacht, was die wenigsten gemacht haben. Ich bin vorbildlich. Ich bin vorbildlich. Auch wenn es nicht mit Absicht war. Man schafft es selten mit guten Nachrichten auf die Titelseite einer Zeitung. Nicht einmal in Bearswood. Autounfall. Walter hat sich viel Mühe mit der Terroranzeige gegeben. Okay. Bei Walter weiß man genau, woran man ist. Seine Trauer im Nick ist aufrichtig. Glaube ich auch. Glaube ich auch. Die Frau finde ich komisch, aber hey. Hugh Kirkland. Hugh ist neu in der Stadt, aber wie es aussieht, versteht er es, sich einzubringen. Andererseits ist es Teil seines Berufs als Apotheker, sich einzubringen. Aber es ist trotzdem anständig von ihm, dass er zu Nicks Leichenschmaus kommt. Gekommen ist. Tara, die Bürokauf... Tara Petersdorf. Petersdorf, klar. Ist natürlich eine Deutsche, also... Tara, die Bürokauffrau beim Bearswood Jungle, ist die sprichwörtliche verschrobene Kollegin. Sie mag alles und jeden. Dinosaurier, schnulzige Liebesromane, Bibelfernsehen, Verschwörungstheorien, Reiskekse, ungewöhnliche Straßennamen. Verschwörungstheorien? Attila? Wag es nicht. Was auch immer es ist, sie kann stundenlang darüber reden. Tara hat absolut keinen Filter. Sie wäre eine schreckliche Spionin oder Serienmörderin. Oder vielleicht eine ausgezeichnete. Stevenson, keine Ahnung. Der Deklan, ja, ist der örtliche Gesetzeshüter. Ich erinnere mich noch vage aus der Schulzeit an ihn. Er geriet oft in Schlägereien, meist um kleinere Kinder zu beschützen. Niemand war überrascht, dass er Polizist wurde. Warum ist er dann so fies? Joel Lopez. Als die Mine stillgelegt wurde, haben alle Bergleute in Bearswood ihre Arbeit verloren. Ich sollte sie ganz sicher nicht provozieren. Seht ihr? Ich habe richtig gemacht. Sieht man direkt. Ethan Morrow. Ein Kleinstadtwirt, der mehr zuhört, als dass er redet. Ethans Kneipe muss das einzig gut gehende Geschäft in Bearswood sein. Okay. Ich habe mich ein bisschen rumgedrückt. There was no love lost between Kathy and Nick since their divorce. But anyone can see she's taking his death hard. Also dein Armband ist schön und deine Nagellackfarbe gefällt mir auch sehr gut. Kathy, Sam, you actually came. Steffen, was? Ich bin genauso überrascht wie du. Mein Beileid wegen Nick. Es ist gut, dich zu sehen. Yeah, well, here I am. I'm just as surprised as you. How have you been? Life in Bearswood has been hard these last years. You'd know if you'd stayed. Joan was really hurt when you left town. Nick and I were never close after the breakup, and Joan's never had a lot of friends. Yeah. Maybe don't break her heart this time when you leave town. All right? Warum tun alle so, als ob ich der böseste Mensch wäre? Ich trau der nicht, deswegen ich will dir das mit dem Mord nicht erzählen, ich trau der nicht. Hard to make promises. I don't do well with those in Joan. I've noticed. Ja und? Ich bin umgezogen, ja und? Das ist deren Tochter, nicht meine. But I'll try. Sam, I'm gonna hold you to that. Nee, Dex. Die anderen hassen mich, weil ich die Mine irgendwie dicht gemacht habe. Ich habe scheinbar einen Artikel oder sowas geschrieben über die Mine und deswegen haben alle ihre Jobs verloren. Das verstehe ich ja irgendwo. Ich meine, klar, also das... Er wird schon seinen Grund gehabt haben, warum er das geschrieben hat, aber ich verstehe schon, warum man ihn dann hasst, wenn man seinen Job verliert. Aber guck mal. Wenn ich jeden so sehr hassen würde, wie Kathy und sonst wer mich hassen, dafür, dass ich abgehauen bin... Dann müsste ich so viele Menschen in meinem Leben hassen, weil sie einfach nach der Schule abgehauen sind oder sowas. Dominik, kannst du Kayla bitte mal timeouten? Ja, also ich habe, also wenn ich es richtig verstanden habe, wurde halt die Mine wegen mir zugemacht. Und da haben halt sehr viele Leute ihre Arbeit verloren. Und deswegen hassen sie mich. Erstmal Gedankenpalast. Danke, Tobi. Ach so, da stand... Oh, Dominik hat geschrieben, be right back. Sorry. Da haben gerade drei die gleiche Farbe, okay?
In der Disco ein Trauma. Ich glaube nicht, dass es in dieser Stadt eine Disco. You're a lot like Pac-Man, Sam. I consume everything in my path. You find every last bite. The mine closing wasn't your fault. Your investigation just hurried things up. You probably saved some lives, you know. Hi, Dad. Hi, Muley. You piece of language. Is that a wedding ring? I didn't know you were thinking about marriage. Oh, it's just... it feels like the right thing to do. Dad, what's the point of getting married? Well, it's just one of those things people do, Bug. Here, you can play. Someone has to show you grown-ups. Video games are the realm of the young. Have you talked to Anna about this? Okay, that's kind of the point. I'll talk to her about it when I show her the ring. If you say so. Hey, just remember I'm here, right? If you need anything... anything but my arcade secrets. Those I'll take to the grave. Ah, okay, danke, Dex. So habe ich das natürlich nicht gesehen gerade. Sorry we lost touch. Sorry I lost touch. Rest up, big guy. This photo always looked weird. Nick could never keep a straight face. I wonder who took that picture. Sind das die Entwickler? He was more her best friend than a dad. Look at us. Irgendwie ein ganz schön kleines, popeliges Bild im Vergleich zu den anderen. Komm zurück, Dominik. Nick und Walter. Those two were a great team. Nick und Katie. Bug was so small back then. Nick und Sam. Kann ich gar nicht betrachten, okay. Ja, warum kann ich das nicht betrachten? Naja. Nick und Anna. Happier times. Samuel. Guess I lost the bet. Bet? Yeah, that bet you'd never come back to Basswood. Oh, God, where is this? Not after you went careening out of town like a bat out of hell the instant that article broke bad. Deshalb ging ich nicht fort. Ich habe meine Wette gewonnen. Mit wem hast du gewettet? Okay, I'll bite. Tell me, Dennis, who did you have a standing bet with? Myself. So I guess I also won. What are you even doing here, Dennis? You and Nick become friends or something? Nope. He thought I was a drunk, which I am. And I thought he was a hack, which he was. This coming from the IT guy. Didn't know resetting passwords could give you a journalism degree. It can, but it does give me less patience for people who sling mud my way. Relax. I'm just playing. At least tell me how you've been. Es war hart, ehrlich gesagt, als ob dich das interessiert. Einfach wunderbar. Really good. I'm thinking of going back to school. Go for another master's. So you don't have a clue what to do with yourself. Anyway, cheers to Nick. A man that, unlike us, people actually liked. Speaking of which... Ich vertraue ihm nicht, aber ich mag ihn, okay? Also du Trunkenbold. Ach, Anna. Da spielt noch Musik. How little you know.
suffer for your sake. Also was ich gerade mal wirklich positiv anmerken muss, normalerweise machen die immer irgendwelche krassen Sänger, die sich da hinsetzen, aber das war so... Sie ist keine besonders gute Sängerin, sie ist eine okay Sängerin, also so normal gut halt. Aber es hat so jammrig geklungen und dann hat sie angefangen zu heulen und, es hat auch in der Stimme so geklungen. Das finde ich halt gut. Also das war immersiv. Das gehörte einst ihrer Mutter. Anna used to play it almost every night. She stopped after her father's accident. Ja, das meine ich ja, Dex. Also, es war einfach immersiv halt. Also, weil es... Keine Ahnung. Ah, das ist Gitarre. Weißt du noch, wie Anna versucht hat, Gitarre spielen zu lernen? Wie sie früh aufstand, um vor der Arbeit noch zu üben? So bist du immer aufgewacht. Du hast ihr zugehört, wie sie Akkordfolgen gezupft hat, bevor du ihr Kaffee gebracht hast. Damals war sie glücklich, selbst wenn ihre Gitarre schon damals ihre eigene Geschichte voller Traurigkeit und Verlust hatte. Du hast Annas Mutter nie kennengelernt und sie sprach kaum von ihr. Aber in den wenigen Momenten, in denen sie es tat, sprach sie immer davon, wie sehr sie es liebte, Musik im Haus zu haben. Ihre Mutter hatte immer alte Folksongs auf ihrer Gitarre gespielt, die sie gemeinsam sang, während sie an den langen Nachmittagen ihrer Kindheit mit überkreuzten Beinen auf dem Boden hockten. Anna verlor ihre Mutter, als sie noch ein Teenager war. Aber selbst in den darauffolgenden Jahren der Trauer, der Konflikte und der Flucht hielt sie an der Gitarre ihrer Mutter fest, auch wenn sie nie gelernt hatte, darauf zu spielen. Stattdessen verließ sie Basswood, ging aufs College und kam als Journalistin zurück, die Geschichten über ihre Heimatstadt schrieb. Erinnerst du dich noch an den Artikel, den sie über den alten Musikladen am Gooseneck Hill geschrieben hat? Walter teilte ihr diese Aufgabe zu, weil niemand anders sie haben wollte. Ihr Artikel rettete den Laden nicht vor dem Bankrott, aber der Besitzer kam persönlich vorbei, um sich zu bedanken. Er gab ihr als Dankeschön kostenlos Unterricht. So lernte sie zu spielen. Ach, das war über sie. Ach so. Anna, die davon kam. Wäre mein Leben anders verlaufen, wenn sie ja gesagt hätte? Ach so, das hatten wir schon. Okay, das war das. Wie kam ich denn da drauf? Da habe ich doch gar nicht drauf geklickt. Okay, Dennis. Ich muss mehr über Dennis erfahren, weil ich weiß nicht, ob ich dem vertrauen kann. Ob der so mein Komplize wird, weil ihn auch keiner mag. Oder ob er voll der Arsch ist. Schlaf gut, Sascha, träume ich, Dennis. Schön, dass du da warst. Erhol dich gut und... viel Durchhaltevermögen. Ja, eben, Dex. Aber es war halt so, als ob das wirklich da passieren würde. Und das fand ich halt echt gut im Vergleich zu vielen anderen Spielen, wo sie einfach nur darauf achten, dass Hauptsache ist schön gesungen. Dennis ist der IT-Typ bei der Zeitung, für die ich mal gearbeitet habe. Ich erinnere mich an ihn als einen verbitterten und fiesen Kerl. Ein Einzelgänger, der nicht viele Freunde in Basswood hat. Das bin ich zwar auch, aber das macht uns nicht zu verwandten Seelen. Und deswegen glaube ich, der ist gut. Oh Gott, ich muss niesen. Okay, ich musste noch nicht niesen. Aber es könnte vielleicht bald passieren. Kathy und Nick haben jung geheiratet und sich schnell scheiden lassen. Obwohl ich der Patenonkel ihrer Tochter bin, bin ich nicht sicher, ob sie mich je gemocht hat. Nein. Definitiv nicht. Der vertraue ich wirklich nicht. Has it really been 2 years since I saw her? She hasn't changed a bit. Ja, finde ich auch, Dex. Also bisher finde ich noch, also bin ich noch so gespannt, was passiert. Danke trotzdem, Kayla. Anna? Sam! Es geschehen lassen! Umarmung erwidern. Es geschehen lassen. Da müsste nur noch stehen, es über sich ergehen lassen. Nein, komm. Ich umarme sie, weil das... Ich meine, wir haben auf jeden Fall gebumst, haben wir. Weißt du, da kann man nach ein paar Jahren trotzdem.
Ich meine, das muss ja erstmal so erinnerungsmäßig. Hallo, Alicia. I've missed you. Why did it take so long for you to darken my doorstep? Es war nicht wegen dir. Jetzt bin ich hier. Es tut weh, zurückzukommen. I won't lie. It really hurt coming back. I stopped by Lookout Point on the way here. Sam, why'd you do that to yourself? A desire to open old wounds? The old-timers gave me hell when I came in, too. People around here have short tempers. And long memories. But most of them mean well. Sam, the mine was gonna close anyways. Maybe in a year or two. Ja, erzähl nicht mir das, erzähl dir das den Deppen. If the Lord has a sense of humor. It was gonna run dry or have an even bigger disaster. It wasn't your fault. Erzähl das allen anderen. I wish everyone else understood that. People are scared. Mad. You were easy to blame. When my father lost his legs, nobody knew the mine wasn't following regulations. You were the only one who started asking questions. Whenever people talk about you, he always says, you did the right thing. Yeah, well, your dad's Joe. Wer bin ich? He's an oak. Unmoving and annoyingly supportive. It wasn't just him. Nick thought your piece was great. He was actually jealous. He always wanted to write something that shook the pillars of heaven, as he used to put it. You know, Nick and I had moved in together. Started to get serious. But I think it's only now I realize how much I cared for him. You and Nick started going out? When did this happen? A few months ago. He never told you? He asked me to let him be the one to say something. You two had been so close. He probably tried. I hadn't been answering his calls. That's the worst part, right? Wo ist die Option, Messer in den Rücken stechen? Broken now. But this... This was all nice. The funeral was a week. Walter did a good job. But it all just makes me feel heavy. It makes my heart hurt. Like Nick's memory has been laid on top of me and I'm still carrying him. Sie frage ich, aber nur damit sie mich hasst, okay? Nick's death. Do you know if he had any enemies? Working on anything dangerous? Whew. Now, this is a real can of worms. This is awake. I know that. Do you? This isn't the time to be digging and pushing. You always do this. Es war auch nicht der richtige Zeitpunkt, in deiner Mumu rumstochern zu lassen. I get it. I just... Nachdem du meinen Antrag abgelehnt hast. You're still you, huh? You're always... Still be you. I hope you never change, but I can't handle this right now. I'm gonna go home. I hate that his stuff is all over my house. Dann hättest du ihn halt nicht bumsen sollen. Drink and cry all night. Ja, ich hoffe, du erstickst an deinem Alkohol. See you around. Oh, oh, ich brauche auch gleich Alkohol. Oh, ich brauche auch gleich Alkohol. Samuel, come, have a round with me. Ja. I need a drink or two. Ja, same. Or three. Fünf. And then I'll go. Oh. Oh. Mir ist eh schon so warm. Wir werden beste Freunde. Oh. Nimm am Leichenschmaus teil. Wie nehme ich denn am Leichenschmaus teil? Ertränke deine Sorgen mit Walter. Boah, diese behindert... Oh. Anna und Nick, was für ein Klischee. In dem Moment, in dem ich Basswood verlasse, kommen mein bester Freund und meine Ex zusammen. Vielleicht hätte ich damit besser umgehen sollen. Bohrende Fragen über Nicks Tod zu stellen, ist ebenfalls nicht sonderlich gut angekommen. Nur eine Unterhaltung und schon hatte ich Anna wieder enttäuscht. Du hast sie nicht enttäuscht, sie hat dich enttäuscht, du! Es war unsensibel, Anna nach Nicks Tod zu fragen. Natürlich wurde mir das erst klar, nachdem ich die Worte schon ausgesprochen hatte, aber an irgendeinem Punkt musste ich einfach fragen. Nein! Das war nicht unsensibel, das war... Das hat sie verdient. There was no love lost between Kathy and Nick since their divorce. But anyone can see she's taking his death hard. Aber ist nicht mit Vollnarkose, oder? Das ist mit Lokalbetäubung. Also relativ einfach, oder? Groß auf das Spiel. Oh, we ran him out of town.
Ist was? Ja, wie esse ich denn was? Wo esse ich denn? Hier gibt's doch gar kein Essen. Joanne, wir mögen Anna nicht, ja? Schöner Leichenschmaus. Wie nehme ich denn am Leichen? Ich will auch was essen. Die essen doch auch nichts. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, Alicia. Aber das wird ganz schnell gehen, bestimmt. Das wird super fix. It does look tempting. Soll ich das einfach... Nee, ist das... Klaue ich? Oh, was ist das? Holzschnitzerei. Vermutlich von Ethans Schwester. Angefertigt. Angesenkt, damit es wie Kohle aussieht. It's supposedly the spirit of coal. Doesn't really belong here anymore. Was hat seine Schwester gemacht? Ja, du... Ich nehme jetzt das Bier. Leicht schmutzig. So, Nick wasn't drunk. And me? I was drunk as a skunk. Ah, Samuel. Samuel. Samuel, join us. We were just sharing stories about dear Nicholas. And let me get your next round. Maybe Ethan has a suggestion for a worthy spirit? Ah, spirits? Oh, no, no. Friends drink beer. Yes, I suppose that's fitting. To dear Nicholas. Meine Ex-Freundin gebumst hat. Yeah, he'd been coming in a lot lately. Sat right there. With a bad dad joke or two. With friends, I guess? Maybe Anna. Oh, by himself with his laptop as his date. He never drank alone. You two were close, though, right? Tell me about the man outside the bar. He had a terrible memory. Couldn't remember names, dates, passwords. Kept his notes squirreled around him like a hoard. Er war ein guter Vater, meist zumindest. Trinken. Er hatte etwas, das ich nicht hatte. Wir hatten 2 Jahre Funkstille. He got married young and had a kid. Then broke up and dated my ex. And they were happy. In love. Anna clearly cared about him a lot. Oh, my boy. You can't compare lives. Just like you can't compare pain. Ich wollte echt was Positives sagen. Are. The friend of man, the friend of truth. The friend of age and guide of youth. Few hearts like his with virtue warmed. Few hearts with knowledge so informed. If there's another world, he lives in bliss. If there is none, he made the best of it. Yeah. Burns. That from your eulogy? You know Robert Burns? And no, just something I keep on hand for toasts. Oh, it's a good choice. And sorry about that, Sam. I wasn't trying to bring you down. Ich wollte auch niemanden runterziehen. Ich wollte doch nur was Positives sagen. Wenn man nichts Positives sagen kann, soll man seine Klappe halten. Ich wollte trinken oder was Positives sagen. Und dann dachte ich mir, okay, hey, komm, Bro for Ho und so. Everyone liked him. I think even Dennis liked him somewhat. He always had a lot of friends. A few who couldn't make it sent flowers. How's the family taking it? Joan and Kathy seem shaken. Kathy has a lot to deal with, now more than ever. But who can prepare for losing a parent? Not a soul. Not a single soul. Jetzt reicht's, ich habe genug Positives gesagt. Er hat immer noch meine Ex-Frau gebumst, Freundin gebumst. Put that down! Kathy, what's your underage child doing drinking? You have no control over her? Ethan can lose his license. I wasn't doing anything. Don't touch me. Joan. Leave me alone. You guys are all so stupid. You do not talk to people that way. Hä, sie hat doch gar nichts getrunken. I'm sorry, everyone. She's just so. Die Biere sind doch komplett unangetastet. That was quite heavy-handed. I hope the little one doesn't take it to heart. Kathy Wahage? Oh Gott!
Ja, der Überrasch. I'll send her a text. Make sure she's gonna be okay. Alles gut? Ja, ich musste weg. Danke der Nachfrage. Ich bin für dich da. Wehe, da kommt jetzt was Schnippiges. Ich bin hier, wenn du reden willst. Gott sei Dank. Gesagt, ich bin für sie. Stopp! What a night! I'd oh, mein bester Freund. Well, ish. You got to chat with everyone you've been avoiding. Even if Joan got inside your head with her whole dad mystery death thing. Just shut up! Coming back to Basswood was your idea. You're the one in the driver's seat, Sam. I can't make you do anything. Deep down, you've been looking for a reason to come back. It's gonna be one of those long nights inside your head, huh? Ja, die Szene war echt cool gemacht. Ich hab dich nicht eingeladen, es tut mir so leid. I am so very sorry. You stuck in existence, stuck in my head, just a terrible state you're in. Get your anger and sarcasm out of your system. Better you take it out on me than anyone else. You're back out in the world. Feeling emotions, fitting in, that's progress. Fuck the world. Pointless talking and more talking, and no one says what they mean. Go away. Let me enjoy being miserable. Just try and make sure you don't do anything stupid. No promises. Uh-oh. Aber ich mag meinen komischen Typen im Kopf. Ich mag den. Ich finde ihn lustig. Okay. What kind of monsters have a checkout at 9? What happened last night? Oh, my head. Pills plus drinking. That was not my best idea. Did I black out or what? Ugh, I can't think straight. And some water on my face. Clear it up. Neuer Tag, neue Schmerzen. Late for checkout. They can wait a bit more. Wie langsam ich gehe. Oh Gott. Blick auf Basswood. Warum ist es so hell draußen? Oh Gott. Oh, bitte geh schneller. Oh mein Gott, das ist unangenehm. Erstmal Pillen nehmen. Oh, my head. How many of these did I take? God, what a headache. Wenn du noch Kopfschmerzen hast, so wenig. I feel like a small jackhammer in my left temple. Immer noch gemacht, wenigstens müssen sie das Laken nicht wechseln. Didn't even get under the covers. Glad I even made it to the bed. Sie müssen es trotzdem wechseln, du hast da trotzdem drauf geschlafen. Hey, Sonne. Please let there be water. Bier? Flasche. Snacks. Oh, ja, Snacks. Kann ich die Snacks nicht angucken? Komm, jetzt die Snacks. Oh, das ist ein bisschen echt blöd gemacht, ne? Hallo, Snacks, da war doch gerade... No, no food. I'll just throw it all up.
Is that... No, that's not water. That is vodka, the opposite of water. Vodka, Wasser. No, no more beer. I need water. No water, of course. Ja, Wodka wolltest du ja nicht. Da steht da, meine Jacke, nicht sehr modisch, stinkt derzeit nach Zigarettenrauch und Bier. Just tossed on the floor. My mother would be proud. Meine Tasche? Ich habe nicht mal ausgepackt. At least it won't take me long to get my things. Hallo Metalhead, hallo Weltenwandler. Die Snacks nehme ich dann ja wirklich auf. So, Waschbecken. Nein. Oh Gott, ich hasse es, wenn Sachen in already feel more human. Now, where did I put my shirt? Zeigt ein Gesicht, das wie ein Fremder aussieht. I was at least hoping I'd look better than I feel. Ich hab mit Ethan bestimmt nur die Bar gestrichen. That's not good. That's... Where did I get this? What did I do? Das ist Rotwein, deswegen habe ich auch so Kopfschmerzen. Okay, ich bin nochmal weg. Okay, ich bin wieder weg. Hey, ich dachte, ich darf laufen. Muss ich das? Ich mache nichts. Nee, hör auf zu rennen. Ich will, dass du stehen bleibst. Nein. Was passiert, wenn ich da durchrenne? Sam, be more careful. Breathe. Focus. Ich will wissen, wer das ist. Find the way to calm down. Nee, ich will wissen, wer das ist. Sam, focus. You have to find the right door. You need to steady yourself. Ich glaube, es bringt nichts, oder? Sam, focus. Ja, okay, you have to find the right door. You ja. Need to steady yourself. Boah, die Steu... Hilfe! Boah, das ist wie so ein Riesenfahrzeug. Oh Gott. Beruhige dich! Beruhige dich! Gefahr hinter dir, ich bin ein Mörder. Das, okay, das mach ich nicht. Gefängnis, du bist ein Mörder. Gib auf. Ja, das war doch jetzt, das hat doch nicht mehr gezielt.
komm, das war jetzt fies. Ich bin noch gar nicht mehr davor gewesen. Das war vielleicht mein linker Zeigefinger. Ey, quetsch dich doch da mal durch. Sam, focus. Ja. You have to find the right door. Ja. You need to, oh, Entschuldigung, wenn die Steuerung so kacke ist. Oh. Ah. Oh. Samuel, focus. Focus on anything other than the fear. Oh, es kitzelt. Oh, der Controller. Ich schwöre, das war... Oh mein Gott. Ein bisschen mehr Engagement. Ich geh noch mal weg. You're doing good. Really good. You're almost there. Focus. Choose. Act. Deliberately. Get far away. Don't think. Just go. As far, as fast as I can. Hide. It's never happened. If I run, I'll keep running. And you face what happened. Answers. Yes, answers. Good or bad, I need answers. Das wollen wir alle, oder? I know what you're thinking. Stop thinking that. Pills and alcohol? You're lucky enough you didn't wake up dead. I need to know what happened last night. The last place I remember is the bar, so I'll start there. The squeaky nail gets hammered down. Maybe don't play lone wolf detective. Ich werde vorsichtig sein. Ich kann unauffällig sein. Bescheid wissen ist sicherer. There's too many questions about last night. All the obvious answers are bad, but worth knowing. Not all answers are worth knowing. I can't just run from whatever this is. So either help me or get out of my head. It's your life, Sam. I just live here. Veritas. Wer ist bloß ein Gehör hinterher? Nein. Coal Miners Haven. The more things change, the more they stay the same. Do you really think breaking and entering is a good idea? Used Ethan's hidden spare key, no breaking involved. I don't know if he'll see it that way. I could wait for the bar to open, or I could look for answers. I picked the latter. Nicht. Reinigungsmittel. Dem Geruch nach zu urteilen, wurde sie nicht erfolgreich eingesetzt. Wurden sie nicht. Okay, aber hey, Bierfässer, den Geschmack kenne ich nur zu gut. Ja, glaube ich. Sicherheitsschalter. Hält die meisten gewöhnlichen Diebstahlversuche ab. Familienfoto.
Ethan and his parents. And I'm guessing that's his sister. He always thought they'd run the bar together. Ja, wenn sie Gitarre spielen kann, wäre sie eine gute Musikerin gewesen. Was ist das? Was ist das? Ich will wissen, was ich nehme. Exotische Flasche. Nein. Limo-Dosen. Weitestgehend unangerührt. Die Nachfrage danach war gestern eher gering. Ich werde nicht seine komische Dingsflasche stehlen. Ich will auch es. Alicia, das macht der Arzt weg. Ich bin kein Arzt. Ich werde dir nicht dein Auge wegmachen. Ich sehe gerade nur beim Ding sehen zu. Ja, dadurch bist du nicht weniger verrückt. Ethans Bücher, das einzig gut gehende Geschäft in der Stadt. I doubt Ethan's account somehow led to the blood on my shirt. Who knows? Ich werde auf jeden Fall nicht die Dings nehmen. Also die Flasche. Ethans Aufzeichnung. Die fasse ich lieber nicht an, wenn meine Hände lieb sind. Wenn ich ihm jetzt noch sein Zeug klaue, dann ist er eher gegen mich. Tür zum Hauptraum. Und hier geht's einfach wieder raus. Da kann ich wahrscheinlich nicht mehr. Whoa. What happened here last night? First. Look around, figure out what happened. Ethan, lebst du noch? Sonst kann ich auch die Flasche mitgehen lassen, wenn nicht. Baseballschläger. Herumlungern ist vermutlich gefährlich. Alkoholflaschen. Ich weiß nicht, welche dieser Flaschen ein Fehler war. Vermutlich die erste. Vermutlich alle. Registrierkasse. Hallo? Sieht intakt aus. Ich hoffe, dass alle Getränke bezahlt wurden, einschließlich meiner. Mob. Ethan hat versucht aufzuräumen vor oder nach dem Zwischenfall. Immer die letzten. Nee, alle. Ugh. Did I do this? Sorry, Nick. Den Blumen geht's gut. Das ist alles, was zählt. Oh ja, spielen. Komm, wir gehen spielen. Hallo? Oh Gott, ich hätte da hoch gemusst. Stopp, komisch, okay. Ich war auch noch nie gut in Pac-Man. Warte, ich mach erst die. Wah! Hä? Ich hab nach unten gedrückt! Was ne Kacke, hey! Ich hab schon wieder nach oben gedrückt! Ja, ich drück die ganze Zeit und es macht nicht, was ich will. Was ne Kacke. Ich hab nach unten gedrückt gehabt. Boah, nee, ich hab keinen chasing Bock mehr. Chasing and being chased by ghosts. Waka waka completed. Die Steuerung ist so kacke. Es hat gar nicht reagiert. Ja, kauft euch alle Twin Mirror, damit ihr Pac-Man gucken könnt. Damit ihr gucken könnt, ob ich mich angestellt habe. What knocked this clock off the pillar? Ich nicht. Die Uhr kann da nichts dafür. Umgeworfene Möbel. These were sent scattering. Someone thrown into them? Schüttete Gläser. I ended up drinking alone. So who brought that second glass?
Was? Was ist das? Was war das? Naja, steht's in Ripped. Steht Did this happen yesterday or was it always like that? It seems there was a fight. That could explain the blood on my shirt. Does it mean that I was involved? I won't be able to find out without more evidence. Ich habe keine Wombat-Tasche. Du musst leider in diese kleine Tasche rein, Alisa. Ich habe nur so eine Tasche. Ja, Weltenwandler, jetzt aber nicht mehr, okay? Und es ist ein neumodernes Pac-Man. Zerbrochene Flasche. Stark beschädigt, dazu muss man kräftig zuschlagen. Might have fallen off the table. Seems some people got rowdy last night. Das Blut. Das Blut interessiert uns nicht. Okay, gut. Das Blut interessiert uns nicht. Interessiert uns das Blut wirklich nicht? Ist doch nur Blut. Ja, es geht gerade um Blut, aber hey. Wir gehen. Tschüss. Ich sammle Hinweise auf den Angreifer. Wer sagt, dass ich nicht der Angreifer bin? Ups. Ich gebe zu, dass es logisch wäre, meine Sachen zusammenzupacken und die Stadt zu verlassen. Aber ich kann nicht. Nicht jetzt. Nicht ehe ich der Sache nicht auf den Grund gegangen bin. Nicht. Joanne ist in dieser seltsamen Phase, in der sie gleichzeitig ein Kind, ein Teenager und ein Erwachsener ist. Und die Trauer macht es nur schlimmer. Sie fühlt sich, als sei niemand auf ihrer Seite. Die Beziehung zwischen Joanne und Kate, die wirkt mehr als angespannt. Was hat es nur mit diesem Spruch auf sich, dass alle glücklichen Familien gleich sind, während die Unglücklichen scheinbar alle auf unterschiedliche Art unglücklich sind? Es hat ganz sicher nicht lange gedauert, bis Ethans Familie ihre ganz eigene Art von Unglück entwickelt hat. Ich weiß halt nicht... Also... Fehlt mir jetzt noch was? Also ich würde davon ausgehen, dass mir irgendwas noch fehlt. Das Problem an der Sache ist nur, ich weiß auch gar nicht, wie ich feststelle, ob ich alles habe. Ah, hier. Bier. Definitely not the wake Nick would have wished for. Es gab ja auch kein Essen, es gab nur Trinken. Das ist ein total bescheuerter Leichenschmaus. What a mess. Hope this wasn't me. Hugh Kirkland, Apotheker, Bearswood Apotheke. Trinken Sie viel Wasser, das hilft gegen Kopfweh. Er wusste das also. Er macht den Laden zu, ohne sauber zu machen. Der auch betrunken ist wahrscheinlich. Mach das alles hier. Hugh's business card. Wonder why it's here. What a mess. Achso, ja, das hatten wir schon. Hope this wasn't Studi. Me. It was me. Oh. Warum war hier in der Ecke nichts? Komm, so eine Prügelei auf dem Billardtisch ist doch viel cooler als irgendwo anders. Müsste doch irgendwo die kaputte Gitarre von der blöden Bumsnudel finden. Nur dann wäre ich glücklich. Oh. Joel's Mütze. Joel's hat. Maybe we ended up having it out after all. Warte, ich muss kurz gucken, wer ist Joel? Ah, okay, der Minentyp. Der Minentyp. Nee, der hat die da einfach vergessen. Achso. Hä? Achso. Muss ich ja was untersuchen? Ah, das muss. Oh, sorry. The flowers are ruined. Looks like they were knocked over, then stepped on. Ja, aber wenn das Leichenschmaus heißt, dann erwartet er Essen. Ich habe Angst, dass das letzte jetzt ist. Da ist auch Blut, Joel. Could be the same blood that was on my shirt. The pot was completely shattered. Looked like it might have been kicked. Hast du schon deinen eigenen Körper untersucht? Vielleicht ist es dein eigenes Blut. DG Armreif. DG. Dennis's initials. Was he involved in whatever happened?
wouldn't surprise me. I think I've seen enough to put together the pieces of what happened last night. Just gotta think it through. Hab ich die ganze Stadt getötet? Auf geht's in meinen Gedankenpalast. At least I can always count on this place to make sense. Now to work out what happened while I was blacked out last night. Da wäre ich dann stolz auf mich. Through logically, throw out impossibilities. Until only the truth is left. I know I got into a fight, but it could have played out in many different ways. I have to think it through. Find out what really happened. Beantworte die Frage, um eine Hypothese aufzustellen. My memory ends here. But there's two glasses. Okay, ich verstehe, wie Sie es meinen, aber das klingt schlimmer, als es ist. I was drinking on my own when someone approached me. I can't remember who it was, but I know we got into a fight. Obviously. If I figure out how the fight went, I should figure out who my assailant was. Was stand da? Wohin bewegt sich die Auseinandersetzung? In Richtung des Eingangs. In Richtung des Pfeilers. Hier sind dann doch... Ja, in Richtung des Pfeilers. Komm, wir, also da draußen ist ja gar nichts. Something hit the pillar with enough force to make the clock fall. A person thrown into the pillar would do it. Das macht halt auch viel mehr Sinn, wenn wir hier sitzen und dann stehen wir auf und prügeln uns und gehen nach da. Wo endet es? Am Tresen nahe der Jukebox auf der Bühne. Looks like not even the memorial board was spared by the brawl. That could be it, but I still have to figure out who was sitting next to me. Er war beteiligt. Ich möchte nicht, dass es Dennis war, aber es ist halt sinnvoll, dass es Dennis war. Weil sein Armband liegt auf der Bühne. Aber wir gehen einfach mal davon aus, es war Joel, okay? Weil Hugh, glaube ich, ist eher so, dass er dann am Ende sich um irgendwen gekümmert hat, der Probleme gekriegt hat. Und mir hat er gesagt, ja, hier, durch dich aus. Dennis Markey. Joel's cap. Maybe he provoked me again after I'd had a few. That's Dennis's. I definitely wanted to shut him up last night. Nee, das wollte ich nicht. Maybe he provoked me again after I'd had a few. Ja, es ist nicht offensichtlich. Dex, es kann alles sein. Ganz ehrlich, es ist alles möglich. Dennis hat, glaube ich, eine viel zu große Rolle dafür. Nein, es ist nicht Dex. Weil das Armband kann genauso gut abgehen, wenn er gerade versucht, ihm zu retten, also zu helfen. This doesn't fit with the thing I found. Nein, ich will nicht! That's Dennis's. I have the complete picture now. Dex war es, glaube ich, auch. The man who talks to himself has an idiot for an audience. Fuck off, Dennis. I see why you have so many friends left in town. Yeah, you would know about that. At least my best friend never slept with my ex. Who do you blame more, huh? The backstabbing asshole or the bitch who... Warum? You don't talk about Anna or Nick that way. You think you know who Nick was? Mr. Perfect? Give me a break.
You have no idea. No one in this town does. What are you talking about? I'll show you. But not here. Sam. Okay. Maybe later at okay. The... Ethan is coming back in through the front. At least I think it's him. You think it's him? I can't actually tell if you can't tell. What I know for sure is if it's Ethan, he may not be happy to find you here. So I strongly suggest you leave. And if you don't, well, tell him you're here to apologize about last night. You trashed up his bar and then broke in. Time to leave if you're leaving. You'll want to apologize. Trust me. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Dennis eine wichtige Rolle spielen wird. God damn. Sam? You're not here to rob me, right? Ich mich entschuldigen. Ich suche nach Antworten. I blacked out last night. I needed to figure out what happened, so I came in the back. You drank too much. Yeah. So you broke into my bar? Yeah. After smashing it up last night? No, that's not what happened. Actually, what happened is... Sam, get the hell out of here before I call the cops. Okay, that's fair. Hätte ich mich echt erst entschuldigen müssen, aber ich finde Entschuldigung, bevor man eigentlich weiß, also, keine Ahnung, wenn du Blackout hast und dich dann entschuldigst für das, was du gemacht hast und nicht mal weißt, was du gemacht hast, finde ich die Entschuldigung so belanglos. Ich will wenigstens wissen, wofür was ich mich entschuldige. Gute Nacht, Missy. Träum was Schönes. Innenstadt von Bersuit. I come back on the town's Miner's Day celebration. Well, you always did have great timing. No time to dwell on that. Focus. You tried Dennis's cell phone. No answer. So what now? Ask around, see if anyone's seen Dennis today. Maybe see if anything jogs my memory. I've heard worse plans. Da ist von den Machern von Life is Strange. Small. If Dennis came through Main Street, someone saw him. Da ist von den Machern von Life is Strange und Tell Me Why. Ich geh erstmal davon aus, dass du gar keine Freiheit hast. Bis auf dann die Enden, die du entscheiden kannst. Frage nach Dennis. Dennis hat sich letzte Nacht wie ein totales Arschloch verhalten. Er hat mir gegenüber sowohl Anna als auch Nick verunglimpft. Wie schwer habe ich ihn verletzt? Keine Ahnung, höchstens Nase gebrochen. Man sagt, es sind die Stillen, vor denen man sich hüten muss. Gerüchteweise hat Ethan einen Baseballschläger für den Fall, dass ihn jemand auf dem falschen Fuß erwischt. So wie ich gerade. Hä? Gerüchteweise, wir haben den Baseballschläger gesehen. Ethan kommt. Ich habe mich Ethan gestellt, als er mich in der verwüsteten Kneipe gefunden hat. Ich habe mich nicht bei Ethan entschuldigt, dass ich seine Kneipe verwüstet habe. Ja, weil ich erst was wollte, was... Oh Gott. Aber es ging ja scheinbar 83% so. Willkommensgruß der Bergarbeiter. Ich habe den Bergarbeiter ignoriert. Erinnerung an Nick. Es fiel mir schwer, all diese Bilder von Nick an der Gedächtnistafel anzusehen. Wiedersehen mit Anna. Ich habe Anna verärgert, dass ich Fragen über Nicks Tod gestellt habe. 52%. Ein Toast auf Nicks. Ich war nicht in Stimmung, einen Toast zu Nicks Ehren auszusprechen. Hä? Habe ich doch gemacht, dachte ich. Okay. Es ist halt auf jeden Fall nicht so, dass ich jetzt eine Übersicht bekomme. Die kriege ich, also dadurch, dass es halt nicht so kapitelweise ist, muss ich selbst danach gucken. Warum bin ich heute voll Mainstream? Weil ich eben bei den Entscheidungen immer dabei bin. Aber guck mal, ich hatte hier irgendwas mit 10%. Ich hatte... Da, Wiedervereinigung mit Walter. Ich war froh, Walter umarmt zu haben. Warte mal, 90% haben Walter nicht umarmt?
Was für Unmenschen spielen dieses Spiel? Ihr wolltet alle Walter umarmen. Ich hab's genau gelesen. Was für Arschlöcher. Zitat von Mark Twain. Joanne? Schön zu sehen, dass die jüngere Generation den Klassikern gegenüber aufgeschlossen ist. Now doesn't seem like the best time to bother her. Doch. Hey, Bug. What are you doing out here? Hey, Millie. Waiting for my mom to get off her shift at the pharmacy. Drawing. I got a new journal after I left the old one somewhere. See? Oh, wie schön. Das ist aber toll. Did you get home okay last night? Yeah. I bike everywhere. It's not like anything scary bad happens in Basswood. At least not normally. I heard you asking about my dad last night. Hast du gelauscht? Vorsicht. Ich war nicht sehr subtil. Well, I guess I wasn't very subtle, was I? No, you were not. Did you find out anything about my dad? Not yet. Not really, at least. Zurück das Kind. Let me know if you find anything, please. I feel like I need something. It's just this town, you know? This place, it feels like I'm suffocating. I can't breathe, I can't think. Hallo, Snibbles. I can't stand my mom. I don't like school, well, except for science. And just, when I imagine myself in the future, I just don't, I don't know. I don't see this place or these people. I'm somewhere else, anywhere else. I know it's stupid, just... It's not stupid. If you want, you can go anywhere in the world. Have adventures, fall in love. I mean, that's what I've been told anyway. Gross. Okay, well, that other stuff sounds okay, though. Liebe ist Bebe. Jungs sind Bebe. Mädchen sind Bebe. I got grown-up stuff I gotta do. I've got kid stuff I gotta see about. So we're both busy. It's tough seeing her like this. Seems she got older by 6 years in just 2. Also wenn ich eins bei Life is Strange gelernt habe, dann ist es, mach niemals etwas, was Kinder nicht mögen. Weil erstens hilft sie nicht weiter und sie werden es dir nie verzeihen. Richtig, Dex. I'll be fine. Just waiting for my mom's shift to end. Normally I'd be with my dad. Ja, zur Polizei weiß ich nicht, ob ich da... Wer bist du denn? Joe. Wer ist sie jetzt? Joe. Losing his legs seemed like the end. Ach, das ist der Vater von Anna. He bounced back. Man, he's a rock. Was hältst du davon, fast Daddy, dass deine Tochter mit meinem besten Freund umst, obwohl du fast mein Daddy geworden wärst? Barrett? Joe. Sam? You old bridge jumper, how you been? What's the calendar say? 2 years, Joe. It's been 2 years. Too long. Ja, aber keine Beine mehr. Heard you showed up erwachsen yesterday. Geworden. Boys give you trouble? Damit werde ich fertig, vielleicht ein bisschen. Maybe a little. But don't worry. It's hard for me to blame them. After the mine closed, well, it ain't easy to put food on the table. Don't let that weigh on you. No one else has lost their legs recently. Nein, da geht's ja erstmal. Die Polizei kann ja auch nicht alles wissen. Und es ist doch erstmal wichtiger, dass man sich selbst irgendwie versucht, daran zu erinnern, weil dann kann man die Wahrheit wissen. Du kannst dich selbst nicht verteidigen. Wenn du es beispielsweise gar nicht warst, die Polizei denkt aber, du warst es, weil alles gegen dich spricht, aber du kannst dich nicht daran erinnern, ob du es warst oder nicht. Wie willst du dich verteidigen? Hast du Dennis gesehen? Wie ist es dir ergangen? Warum warst du nicht da? I noticed you weren't at the bar last night. Went home after the service. Being crippled takes it out of me.
Normally, I'd be rotting away in my recliner, but I like to come out, see the decorations, pay my respects to old Iron here. This town's been a mining town before I was born, and it'll be one after I die. It's good to get out and celebrate your roots every now and then. I don't have the same perspective on Miner's Day that other people have. No, I suppose you wouldn't. Richtig Weltenwandler. So, how have you been holding up? Terribly. But Anna keeps me young. How do you ever let her get away? Sie bumst meinen besten Freund, der tot ist. Better than me. I heard all about it. Still, I always liked you. Straight shooters are a rare breed these days. I like a man that can look me in the eye and say what he means. Wir können auch. Also deine Tochter ist raus aus dem Spiel. Für mich. You haven't seen Dennis today, have you? I wish. Just about the only guy I could talk hockey with. Not football? I want to talk football. I can just grab anybody on the street. Dennis actually enjoys a man sport. But no, I haven't seen him. What? Ich muss los. I have places I need to be, but it's good to see you. Just promise you won't wait 2 years before saying boo again. I'll do my best. Joe has no idea where Dennis went. Someone must have seen him after the fight. Oh, war das laut. Oh, war das laut. Ups. Ups. Joe ist Annas Vater und ein ehemaliger Bergarbeiter. Es war Joes Unfall, der mich dazu gebracht hat, über die Mine zu schreiben. Und dennoch ist er nicht nachtragend. Dafür, oder dass ich seine Tochter im Stich gelassen habe, ein Teil von mir will gern glauben, dass er mich für einen guten Kerl hält. Dafür? Ach so, und dennoch ist er nicht nachtragend. Dafür oder dass ich seine Tochter im Stich gelassen habe? Es ist komisch geschrieben. Ich verstehe schon, er ist nicht nachtragend, weil ich darüber geschrieben habe oder seine Tochter verlassen habe. Das klingt echt komisch. Ein Teil von mir will gern glauben, dass er mich für einen guten Kerl hält, aber ein anderer Teil von mir weiß, dass er seine Verachtung lediglich gut verbergen kann. Warum erkenne ich nur so viel von mir selbst in diesem Kind wieder? Neugierig, unnachgiebig, einsam. Ich wünschte, ich könnte ihr beweisen, dass sie sich mit allem irrt. Mit ihrem Vater, mit Baswood und damit, dass ihr Leben eine Sackgasse ist. Wenn es doch nur so wäre. Versuch doch mal dich selbst da... Was? Joanne zuhören. Ich habe Joanne zugehört, als ich ihr in der Stadt über den Weg gelaufen bin. 11%. Guckt, ich bin einfach ein zu netter Mensch, okay? Bergarbeiterstatue, nur ein weiteres Relikt. A statue honoring miners. Pretty meaningless now. Ja, richtig, Dex. Darauf habe ich ja auch gewartet, dass der da irgendwas macht. Liste der Bergwerke. Drowned 6 men. Basswood's mining started with an accident. Fitting. Coal River Mine, eröffnet 1854, geschlossen 1861, nachdem 6 Männer einer Überflutung zum Opfer fielen. West Shadow Mine, eröffnet 1866, geschlossen 1892. 5 Jahre in Folge, ertragreichste Grube in Boone County. Deep Rock Mine, eröffnet 1890, geschlossen 1926. Strip Weather Mine, eröffnet 1915, geschlossen 1920. Smoky Hole Mine, eröffnet 1928, geschlossen 1976. Die strippende Biene, ey. Wer bist denn du? Alter Mann. Hey, can I ask you something? Hello, young man. Of course you can ask. No promise answering. Why do you bother cleaning the memorial? Entschuldigung, ich verstehe Sie so schlecht, alter Mann. Everything has to look its best for today. Especially the miner. I really didn't think it was going to happen this year. Good thing Mr. Kirkland decided to help out. And besides, that way people can remember with pride we used to be rednecks. That matters to you? It should matter to every West Virginian. Ich glaube, ich muss mein Hörgerät lauter stellen. Strip mining, ja. And why do you think it should matter so much? How many West Virginians does it take to screw in a light bulb? This doesn't sound like a history lesson. You answer my question, I'll answer yours. So, how many West Virginians? Ich habe keine Zeit für Witze. Ich spiele mit. 2, 10. 2. 2. One to hold the light bulb, the other to rotate the planet. Not bad.
The one I have in store is 3. One to replace the light bulb, 2 to complain about how the old one was better. Vielleicht zutreffend. Ach so, zutreffend. Ich dachte zutreffend. That might be a little too close to home. My favorite jokes have always been the ones that make me feel a little sad. So, I see you still want to hear the story? Klar! I'm all ears. This fella here is a reminder of when coal miners stood together. You see, back 100 years ago, you'd be safer in the trenches than down in the mines. He didn't sit right with our boys. They demanded better conditions. Of course, the corporations, being what they are, refused and sent strikebreakers. The mine wars. Miners came out in force, union men. Met the strikebreakers over in Logan County. Red not so loud. 10,000 strong. And it all came to a head at Blair Mountain. The miners tied red bandanas around their necks for solidarity. Brotherhood. At least 100 men died in that battle. Blood spilled for what we have now. Welche Wände? Ziemlich mäßiger Stoff. Sie respektieren sie. Sie sind umsonst gestorben. I'm guessing you're fond of that story, huh? A lot of respect for rednecks. Well, things were tough, but we were a united community back then. Anyway, I get back to it. Gonna give her a real spit shine. You take care now. Zählt nicht? Okay, ich mach erstmal wieder leiser. Geschichte von Blair Mountain. Huh? 20.000 Männer marschierten 1921 durch Boone County, um am Blair Mountain für all das zu kämpfen, was wir heute haben. Für alles, das etwas wert ist, lohnt es sich zu kämpfen. Das habe ich auch gemacht letzte Nacht. Ich weiß nur nicht, wofür ich gekämpft habe. Aber das ist nicht so wichtig. Spender. This is new. Domations. Now that's the Basswood I remember. Basswood Mine, eröffnet 1975, geschlossen 2015. Finanziert durch Spenden von William Jackson, Walter Dodson, Hugh Kirkland, Robert Paulson, Vivica Winnicott, Richard Greenlee, Ethan Morrow, Jordan Brooks und Nick Waldron. Spenden. Kennt ihr keine Spenden? Also Spenden sind ganz wichtige Dinge. Ohne Spenden wär nichts möglich. Wisst ihr? Wer bist denn du? Du siehst ja cool aus, wer bist denn du? Die Haarfarbe ist voll. She pulls the look off a lot better than I could. Sag ich doch, die sieht cool aus. Hey, Sam und ich, wir sind auf einer Wellenlänge. Lass dich nicht ärgern und eine angenehme Nachtschicht wünsche ich noch. Auf dass sie schnell rum ist. Auf der Plakette sollte schon richtig. Ach, ja, Weltenwandler, aber wenn man auf Nachtschicht ist, ist es schwierig, weißt du. Hey. Hi. Don't remember seeing you in town before. Nicole. Passing by? Ich komme von hier. I was born in Basswood. I was raised in Basswood, though I left for a few years. Wait, you managed to leave and still came back? You'd never see me again if I left. Why don't you then? Yeah, sure. I'm just gonna take my millions of dollars and make a run for it. I can barely get by, like everyone else here. Too poor to stay, too poor to leave. Ihr Anhänger hängt nicht an der Kette. Also dieser Schlüssel oder was das ist, der hängt nicht an der Kette dran. Das triggert mich. But people are gonna swarm the cafe once the celebration starts. I guess it means more tips for me. So it's not all bad.
Also ich wette, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit rumlaufe, stehst du immer noch da draußen und rauchst davor. Also würde ich dir empfehlen, wenn du Trinkgeld haben willst, würde ich vielleicht auch, statt die ganze Zeit davor zu rauchen, reingehen und arbeiten. Aber hey. Bärbel, Carmen, ach. Klatschclub. Zwei Münder und nur ein halbes Ohr, sowas gibt's in jeder Stadt. Keep kicking. Ja, Flatinato, das hatten wir ja vorhin schon. Ach nein, oh, ich dachte, das ist einfach nur so ein Gimmick. Warte, bis du das W siehst. Oder die Ü-Pünktchen. Ah, now I've gone and made a bit of a mess. Christina. Oh, Sam, is that you? Dear, please, could you help an old doddering woman? Du bist nicht Tatrick, du solltest weniger tragen. You are many things, but not doddering. Plotting, maybe. Sam, you shouldn't say such things, even if they're true. Warte mal. Hat er nicht, war nicht die Diskussion am Anfang, als wir den Antrag gesehen haben und der abgelehnt wurde, so, du machst mir jetzt aber keinen Antrag. Naja, ich knie auf einem Knie. Er kniet gerade auf einem Knie. Von wegen, was sollte er sonst tun? Er hat endlich die Frau fürs Leben gefunden, endlich. Guckt, ein Knie. Ja, der Ring, der war doch egal. Okay, erstmal Gedankenpalast. Oh, hallo? Hallo? Das macht dir bestimmt nichts aus, Christina, wenn ich jetzt 10 Minuten erstmal in die Leere starre. Was ist denn das für ein Blick? Joanne? Okay, Muley, for 2 points. Danke für den Red Crochet. What is the name of the pink pony on the animated cartoon show Prancers? The super cool one I was telling you about the other day? You know, my favorite? Polly. Polly Pony? No, that's her sister. She's totally different. Then what is her name? I'm not telling. What if the card comes up again? You really like to win, huh, Bug? All right, coffee for you and hot chocolate for the young. Is that a comic about monsters? It's about Tardigrade Man. He can survive almost anything. His only weakness is his own emotions. He's based on the microscopic tardigrades. It has 8 legs and can survive star radiation. Huh. Well, it doesn't seem like the kind of thing a young woman should be reading. She says she's going to be an entomologist. What can you do? I am going to be an entomologist. I'm going to study every bug, especially the crawlies. But tardigrade isn't a bug. It's a microanimal. Well, good for you. Sounds like just what a young woman like you should be reading. So, can we play this again tomorrow, maybe? We can play as often as you want. You promise? Yeah, I promise. Pinky swear? If you break those, you go to hell. I don't think you're supposed to be using that language. You can't break this, no matter what. You're real intense for a kid, you know that? Say it! I won't break the pinky swear, no matter what. Hä, so macht man den nicht, der geht aber so. Thank you so much. You're always such a dear. Andere Hände aber. Christina, have you... Oh, Sam, it's been years. Also, du wärst. It really is so nice to see you again. Yeah, likewise, but... I wanted to come to the funeral yesterday, but just thinking about it, oh dear. Now, I know you want to interrupt her, because I want to interrupt her. So eyes on me, buddy. Happy thoughts, deep breaths. Yeah, well, speaking of the... Poor Joan, losing her father at such a young age. Oh, what a tragedy. I was trying to find one of those games she likes so much to cheer her up. Poor child only has Kathy now, and, well, far from me to criticize or anything, but these last few months, Kathy hasn't been all... Have you seen Dennis since yesterday?
Have you not learned to not interrupt people when they're talking, Sam? I don't have time for small talk today. As rude as ever. I haven't seen Dennis. You have a nice day. Auf jeden Fall. Danke für den Raid, Kushi. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet einen wundervollen Stream. Was habt ihr Schönes gemacht? Hauptsache, das Kind mag mich, okay? Wollt ihr mich verarschen? Ich höre dem Kind zu und es sind nur 11%. Und der Frau höre ich nicht zu, die mir so auf den Piss geht. Und es sind nur 32, die ihr nicht zuhören. Warum hört man dem Kind nicht zu, aber der blöden Kuh? Ah, Trimmer auch. Ich habe keine Freunde, die das spielen. Buttermilchkekse. Eine davon und eine Tasse Kaffee. Das war ein guter Start in den Tag. Christina ist Basswoods resident godmother. She loves her small talk. Es tut mir leid. The cost. Right, so the overhead would be... You seem real engrossed. Oh, I'm sorry, hon. Just balancing the books. Trying to. Wie sehen die Bücher aus? Ist der Kaffee noch gut? Es ist lange her, was? What? Was machst denn du da? How you doing? You managed to keep the books balanced? About as well balanced as a snake with four balls. That. Warte mal, was? Snake mit vier Bällen? At the very least. Something my grandfather used to say. Still don't know what it means, but it works in almost any situation. Anyway, the past is the past. I just accepted a big business opportunity, which makes tidying up my books in time extra important, even if it kills me. Ja, muss mal gucken, ob ich mich anders entscheide als du. Und ich weiß auch gar nicht, wie sehr das überhaupt geht, aber hey. Ist immer noch von Machern von Life is Strange, also abwarten. Habt ihr es fertig gespielt oder noch nicht? Danke, Wirsch. Nein, ich bin lieb. I didn't think I'd see the day where you'd consider a franchise contract. Ha! Only the day God calls for me. Have you met Hugh Kirkland? Ich wusste, dass Hugh ist. The new pharmacist. Oh. He's helping me with a few improvements. Nee, dem trau ich nicht. Angel investing. Can you believe it? I actually can't. What did he ask for in return? Umgebracht. Was? Oh dear, I can't believe you're so cynical at your age. People in small towns do help each other. Every now and again. That's not just something that happens on made-for-TV movies. Lass es den Mond anzünden. Und danach eigentlich aufessen. Worum es geht? Zusammenfassung. Mein bester Freund wurde begraben. Alle in der Stadt, in die ich gerade zurückgekehrt bin, die ich verlassen habe 2 Jahre zuvor. Und nur wegen der Beerdigung zurückgekommen bin. Alle in der Stadt hassen mich. Mein bester Freund hatte eine Tochter, die mag mich. Und jetzt bei dem Leichenschmaus, der eigentlich nur ein Saufgelage in der Bar war, habe ich zu viel getrunken, habe mich mit einem geprügelt. Und das ist aber nicht das Schlimmste, weil alles andere, da kann ich mich nicht dran erinnern, aber ich bin im Hotelzimmer aufgewacht und hatte mein Hemd war komplett blutig. Und jetzt versuche ich herauszufinden, was passiert ist. Deswegen versuche ich jetzt so die Punkte des vergangenen Abends, der Nachts, nachzugehen. Danke für den Follow, Kushi, dankeschön. Und nochmal danke für den Raid, dankeschön. Genau, also wir versuchen auch herauszufinden, worum es geht. Ist der Kaffee noch gut? You still have Basswood's best coffee? Ah, honey, you know we've never had that. That's over at the police station. Oh. Bess takes her coffee very seriously. Puts mine to shame. She pays out of pocket for real high-end stuff. I'd never make the margins work. Not that my margins have been cutting it lately. Oh, voll verschluckt. It's just been a bit slow the last few years. All over town, really. Nee, mich an meiner eigenen Spucke verschluckt. Was ich noch vergessen habe,
die Frau, der ich früher einen Antrag gemacht habe, die ihn abgelehnt hat und wegen der ich aus der Stadt abgehauen bin, hat was mit meinem besten Freund angefangen. Die haben gebumst. Blöde Kuh. Du verstehst das schon, die Stadt erholt sich wieder. Sounds like the town's running through a pretty rough patch. Ah, things have just been a bit tough since the mine closed. But you know us, we always make it through. For example, I thought we'd never have another miner's day, but here we are. I feel strange being back here. I don't think I've been in your cafe in a while. Almost 2.5 years. Hannah kept coming in, but you stopped. You noticed that? I could tell you two dears weren't gonna make it. It broke my heart. Well, sounds like you knew before I did. Gotta have one eye on the customer and one eye on the books. Not that I really want to keep an eye on the books, mind you. Say, hun, would you mind if I finish this? Oh yeah, of course. Guck mal, ich hatte jetzt Smalltalk-Zeit mit dir. Bin ich jetzt immer noch so unhöflich? Was habt denn ihr da gegessen? Das sind aber keine Pizzaränder, oder? Was ist das? Das sieht echt eklig aus. Ich glaube, die Pizza ist mein bester Freund. Nee. Hier gibt's doch kein normales Essen. Nee. Wo ist das Menü? Coffee? Sandwich, Sweets. Die haben nur Sandwiches und irgendwelche Gebäcksachen. Was ist das? Oh Gott, was war denn mit... Habt ihr sein Bein gerade gesehen? Habt ihr gerade sein Bein gesehen, wie das da rumgeflippt ist? Oh, wer bist du denn? Hey, man. Thought I knew everyone, but I don't know you. I used to be a regular a few years ago. Oh, right. You're one of those who skipped town when the mine closed down. You could say that, yes. Town ain't changed much since then. Same old boring basswood. I know most people hate that, but I don't. It's quiet here. It's nice. So quiet, there's no rush hour, I guess. Right? Ein bisschen erinnert er mich an Mori. Kaffee. Wow, okay, das hat jetzt very gebraucht. Inspired. Have it Sincerely, good day. Well, that's not spelled right. Not even close. Oh, das ist mir nicht mal aufgefallen. Ein etch schönen Tag noch. Vielleicht war der Schreibfehler ja auf der Tafel auch. Das Benehmen. Buzzword. Nein. Auch kein Buzzword. That's a good one. As my soul's like your coffee, it's black naturally. Kann kein Bud sein, weil da ein Dings zu viel ist. Blunt kann es auch nicht sein, weil das kein L ist. Was steht da? Blub, with enough milk, almost drinkable. Soll es doch ein Bud sein? Aber mit genug... Hä, das ist doch kein Aber. Das kann kein Bud sein. Ihr seht das doch, da ist U und dann, das sieht eher aus wie so ein M. Oder ein W halt. Meine Seele ist wieder ein Kaffee, von Natur aus schwarz, aber mit genug Milch fast genießbar. Sizilianische Flagge, die Flagge der größten Insel im Mittelmeer. Sieht die wirklich so aus? Gut. Interessant. Was macht der Kopf zwischen den Beinen? Landschaftsgebilde. Christina kanalisiert ihre italienische Herkunft. Nee, der gehört nicht zum B. Das, also bei einem B sieht es anders aus, wenn du deine Schreibschrift machst. Das wirklich nicht. Das B war so zu. Das ist keine korrekte Schreibschrift. Arbeitender Mann. Erstmal Nerven. Verwendet Graphen und Datentabellen sehr effizient.
Zaun. Pinnwand. Schlüsselanhänger. Hm. Cowboy must have lost his keys. Jackson. Glad to see Joan hasn't changed too much. Verloren. Keine Belohnung. Ich habe ein Buch mit dem Titel Das knirschende Getriebe verloren. Das ist der sechste Teil der Bärtierchen-Mann-Reihe. Wer es findet, bitte bei Christina abgeben. Sie gibt mir dann Bescheid. Vielen Dank, Joanne. Schreibschrift ist... Okay, das war jetzt gespiegelt. Warte. So. Ich weiß nicht, ob das gut war. Also, ich habe es versucht, gespiegelt zu machen. Kann ich mit dem nichts mehr machen? Schade, ich dachte, ich könnte ihn klauen. Oh, was steht da? Cupcake-Wettbewerb. Christina, always bringing positivity. Cupcake-Wettbewerb. Bring deine kreativsten und leckersten Dekorationen. Wer gewinnt, bekommt 3 Dutzend kostenlose Cupcakes. Bring uns mit deinen Cupcake zum Träumen. Der Cupcake-Wettbewerb ist wieder da. Ja, Weltenwanderer, das geht mir auch so. Nee, Cupcake. So wie Dex es geschrieben hat. Cupcake. Oh. Hey, du, da... Der Schlüssel... Wir gehen wieder. Aber wir können uns irgendwie merken, dass er seinen Schlüssel verloren hat, glaube ich. Ein Cowboy-Schlüsselanhänger mit Declans Namen. Die Polizisten in Bearswood sind wirklich nicht sehr subtil. Meinst du, dass Declan sich seinen Beruf ausgesucht hat, weil er gerne alte Western gesehen hat? Vielleicht betrachtet er Bearswood als... Bearswood als seinen eigenen persönlichen Wilden Westen. Meine Küchenpsychologie sagt, dass seine Kollegen ihm den geschenkt haben. Oder vielleicht sogar seine Chefin, Sheriff Mitchell. Es ist schon etwas Wahres. An diesem simplen Konflikt zwischen Gut und Böse, der Weißwut gegen den Schwarzen Hut. Zumindest wusste Declan, auf welcher Seite er stand. Die Cupcake. Es gibt keinen, der sie nicht mag. Die Cupcakes. Zachary Cohen hat vermutlich die Schule abgebrochen, aber er wirkt zufrieden in Bearswood. Nicole Lynch. Zu arm zum Bleiben, zu arm zum Wegziehen. Das wäre eine tolle Überschrift für einen Artikel. Anna sollte über Nicole schreiben. Das ist eine echte Bearswood-Geschichte. Wieso sollte Anna das machen? Können wir aufhören, über Anna zu reden? Christina Mascardi. Christina gehört das Café Americano, gleich gegenüber von meinem alten Büro. Anna, Nick und ich waren Stammgäste. Christina kennt jeden in der Stadt. Sie ist das Zentrum allen Klatsches in Bearswood. Ihr Kaffee ist super und ihr Lachen kann man in ganz Bearswood hören. Zumindest war das früher so in der guten alten Zeit. Christina redet gerne, aber nur zu ihren Bedingungen. Klare Antworten sind nicht ihre Stärke. Jetzt muss sie, wie jeder andere in Bearswood auch, jeden Cent 2-mal umdrehen. Oh wow, Dex. Trink doch nicht so viel Limo, das tut dir nicht gut, mein Jung. Kack-Cape-Stories. Kackdale. Kackdale. Also ich weiß, du meinst Kackdale, also so im Ort, aber... Wie Randale, Kackdale. Das wäre doch auch was für Harvey. Ausstellung, was? Somehow, I don't think the town's recent history will be included. It's fine with me. Komm zurück, Tobi. Ich hoffe, du hattest Spaß. Die Geschichte von Bearswood. Haben Sie sich je gefragt, woher Bearswood seinen Namen hat und wie es von einer kleinen Bergbausiedlung zum Herzen des modernen Boone County wurde? Kommen Sie ins allseits beliebte Rathaus und finden Sie es heraus. Als ob ich in ein Rathaus gehen würde, um irgendwas über eine Stadt zu erfahren. Gibt's da nicht Museen dafür? Walter füllt sie immer selbst auf. Zeitungskasten. I don't imagine Walter had obituaries in mind when he became editor-in-chief. Local legend honored today. Och, das ist Nicky Boy, der meine Ex-Freundin. No luck so far, but I should keep digging around. Someone must have seen Dennis. Ich hab mich nicht erschreckt. Du hast dich erschreckt. Danke bloß halt für den Clip. Sitzt immer noch da. Es gibt
gibt keinen, der sie nicht mag. Die Kack-Cape. Kann die Melodie nicht mehr so ganz. Oder so. Where are we going? Ja. Oh. Schild. Viele Unternehmen haben der Stadt den Rücken gekehrt. At least the Basswood Jungle is still standing. I'm still standing. Oh Gott, ich hasse es. No luck so far, but I should keep digging around. Someone must have seen this. Kack, kack. Ey. No luck so far, but ja, ich wollte doch nur rübergehen. Someone must have seen Dennis. Bei solchen Spielen immer von Life is Strange machen, auch Tell Me Why. Tell Me Why. Es gibt immer so, ich muss immer an irgendwelche Musik denken. Now I can't just have you hanging around here all day like a ghost. It's a free country. Hey, don't give me that. People have been complaining, so don't let me see you here again. You fascist. What you just... Meiner nicht. I'm just doing my job. It's nothing personal. Looks like you're not the only one who started off on the wrong foot today. Sorry you had to see that. Some people you just can't reason with. Speaking of, you're still in town. Wer war das? Heute schon Dennis gesehen? Ich verlasse die Stadt bald. That person you were talking to? Who's that? A lost soul. Vagrancy isn't a crime, Dennis, but loitering and oh, jetzt bin ich wieder da. Willkommen im Chat. I try to be understanding. Polite, but it's hard when no one is polite back. People call you pig or fascist just for doing your job. Then they go and do things like deface the whole town. And I'm the asshole? You can get... Declan, I've got places to be. Right. Don't need me gabbing at you all day like I was Christina or something. Woo! That girl can talk. Just remember... This town don't always respect the things you do. Trust me, I know. You haven't seen Dennis today, have you? Why are you looking for him? I wanted to apologize for last night. Huh. I'll just stay out of his way for a day or two. I heard you messed up Dennis pretty good last night. I'm not judging. His head's full of smoke. It takes a while to clear it out. I don't want to keep you, officer. Have a good day. Dein Schlüssel hängen bei Christi. Oh. Deine Schlüssel. Sorry, Sam, I'm still on duty. I wouldn't want anyone making up with a statue on Miner's Day, huh? Samstag wieder arbeiten. Aber das Friendly Fire, da kann man nicht arbeiten müssen. Graffiti zeigt, dass nicht jedes Graffiti das Werk von Vandalen ist. You know you're in Basswood when even the graffiti's about miners. Tagebuch. Was ist denn mit meinem Tagebuch? Der Tag der Bergleute war einst das große Familienfest in Basswood. Dein Vater nahm dich mit ins Stadtzentrum. Du saßt auf seinen Schultern und hast dir die Marschkapelle oder die Musiker an ihren Ständen angesehen. Es gab Zuckerwatte und eine Donutmaschine. Was ist denn eine Donutmaschine? Ja, aber Tobi's Friendly Fire. MX McDonald's Card? Achso, McDonald's Card. Meinst du die komplette? Also jedes Gericht einmal? Ja, aber eine Popcornmaschine, die... Nee, das... Wie macht man denn Donuts in einer Maschine? Vor allem vor dem alten Hotel und Malos und Windrädchen und klebrige Finger und Gelächter. Überall. Am Abend war der Aussichtspunkt voller knutschender Teenager. Der Tag der Bergleute war der Leim, der die Stadt zusammenhielt. Er lag den Menschen im Blut, sogar dir. Das ist auch der Grund, weshalb Joan noch immer herkommt und stundenlang die Bergarbeiterstatue anstarrt. So kann er die stolze Gemeinschaft sehen, die Basswood einst war, die sich stolz in den Appalachen erhob und nicht die heruntergekommene Kleinstadt, zu der es geworden ist. Einmal eine Bergarbeiterstadt, immer eine Bergarbeiterstadt. So sagt man. Wie ein Waffeleisen? Okay. Okay. Noch nie gehört. Also Waffeleisen schon, aber nicht, also Donutmaschine. Manchmal ist es
schwer zu sagen, ob Declan versucht, eine Auseinandersetzung zu verhindern oder eine anzuzetteln. Ich frage mich aber, woher... wo war... Oh, ich hasse you! Tu ihn weg. Wo... Wo ist denn das... Also, was ist das denn für ein Erinnerungsstück? Upsi. Ach, das ist Joe bestimmt, weil der... Ah, die Steuerung. Okay, gut. Es war seins. Haus zu verkaufen. Ja, auf geht's. Jones hat schon vor 4 Jahren versucht, es zu verkaufen. Ja, komm, wir ziehen hier wieder ein. So eine schöne Stadt. Sieht frisch aus. Der künstlerische Wert darf bezweifelt werden. Didn't used to see this around. Surprised it hasn't been removed. Donut heißt. Hat auch nie gehört. Ja, ab 15 Uhr, Tobi, ne? Ab 15 Uhr. Musst du dich beeilen. Raumschiff-Fahrautomat. 50 Cent für eine Minute Eskapismus. Das hat früher mal 25 Cent gekostet. Ja, früher. Früher, wisst ihr? Früher. Perfect toy for a kid who only had imaginary friends. Nougat-Korn. Oh, ich will auch. Ich habe auch nichts zu essen, Weltenwandler. Einmal die ganze Karte. Keine Ahnung. Viel, Dex. Viel. Ich bleib jetzt mal da. Das ist storytechnisch nicht so krass, was hier passieren wird. Alter, die Hose. Oh. Da waren Nachos. Yo, get out the way. Oh, da, da, da. Oh, oh, Entschuldigung. You move. I'm the one coming in. Shh, fuck you. That's enough. Hat gerade mein Controller vibrieren lassen, dass mich angerempelt hat. Kathy and Hugh were both at the wake. I should talk to them. Denkt er, also denkt dieser kleine, picklige Teenager, ich darf das, ja, dass er der nächste Eminem ist, oder was? Zu deiner Information, es gibt keinen nächsten Eminem, es gibt nur Eminem und der bist nicht du. Wohltätigkeitsstofftier. Eine emotionale Tragödie, die zu einem Geschenkeladenartikel wurde. Effektiv. Es gibt keinen nächsten Eminem, es gibt nur Eminem. Die anderen sind einfach nur sie. Rollstuhl, hoffentlich ist mal gut versichert. Sie verkaufen die Rollstühle in einem normalen Laden. Not uncommon for miners to end up in those once they get black lungs. NF? Nightfair? Du meinst den Pakt bei WoW? Schmerzmittel, nie da, wenn man sie braucht. Hä, du brauchst sie doch gerade. Schlaftabletten sollten mit Vorsicht eingenommen werden. Entschuldigung. Och, Tara schon wieder, ne? Oh, Sam. You here to pick up something for your, condition? I have a condition? Yeah, the one that makes you the way you're always so... you. It's all right, of course. I won't tell anyone. Ja, klar, du doch nicht. I might actually have leaky gut. It's where your intestine starts to dissolve and your half-digested food starts to leak out into your blood. I'm trying to find something for it, and if it doesn't help, can't hurt. I'm glad someone took over this old drugstore. Can you imagine? This town without a pharmacy would be like, well, me with a hole in my gut. I'll just check the internet when I get home. It'll tell me what to get. It was nice talking to you, Tara. Oh, yes. Always. Aus der kriegen wir eh nichts raus. Guck mal, die will doch nur selbst hier rumdingsen. Naja, Tobi, warum sollen denn Kinder keine Staubmunge bekommen? Sei nicht so kindistisch. Die können auch Staublungen bekommen dürfen. Wanderwege, einige der besten im Bundesstaat. Hiking is an activity best done alone on a Sunday afternoon. Was ist denn das? Klatschmagazine. Reiner Wohlfühljournalismus. Beauty and Grace.
We make a point. Look your best this fall with these 908 fashion tips. Warum steht die 908 über dem With? Apothekerdiplom. Oh. Nee, Hugh ist, glaube ich, wirklich mein Hass gerade. Plakat zur Depression. Wurde auch Zeit, dass darüber gesprochen wird. You don't have to deal with it alone. There's help. Aber nicht von Hugh. Control it. Anzeige zum Tag der Bergleute. Keine Mine, aber ein Tag der Bergleute. Traditionen sterben nur langsam in Bestwood. Miner's Day always ends up exactly the same. Ich kann wirklich so, Relaxing in its constancy. Bestwood Ansichtskarten. Der beste Blick auf Bestwood, den man kriegen kann. Was ist das? Katie's Glas. Ein handgemachtes Geschenk von Joan. Hässlich, aber süß. Bug made that for Mother's Day years ago. And Kathy still keeps it with her. Strategisch platziert, damit Kinder sich hier wohler fühlen. Das war ein Geschenk zum Muttertag. Katie hat es all die Jahre aufgehoben, obwohl die Farben verblasst waren und sich ihr alter Chef beschwert hat, dass so ein Krimskrams nicht in eine Apotheke gehört. Selbst Joan sagt, dass sie nicht verärgert wäre, wenn es verschwinden würde. Aber Katie wird es nie wegwerfen. Es ist schon so lange hier, dass es ein Eigenleben entwickelt hat. Bald wird Joan das auch tun. Ein eigenes Leben haben. Aber das Glas wird bei Katie bleiben. Mit der Kerze im Inneren, die nie angezündet wurde und wohl auch nie angezündet werden wird. Still here after all these years. She followed Nick to Basswood, but never liked it. Please wait here to ensure customer confidentiality. Apothekerdiplom, aufgehängt, um die Kunden zu beruhigen. He looks like those doctors you see on commercials. Nur, dass kein Doktor ist, sondern Apotheker. Oh Gott. Mag ihn auch nicht. Ah, Samuel. Sorry about Richard. He's always a little on edge. I'm surprised to see you up and about after the night you had. Honestly. I was afraid you'd end up like your friend. You were quite inebriated. Es geht nicht um Doktoren. Es geht um Arztdoktor. Ich hatte einen Filmriss. Davon habe ich gehört. Ich habe einen heftigen Kater. Boah, ich habe einen Filmriss gehabt hier. Honestly, I don't remember last night. You saw me blackout drunk. Not my finest hour. I would say not. After your barroom brawl, I did my best to prevent you from following that other man outside. And I tried to get you to hand over your keys, but you would have none of it. Sorry about that. The man I had a fight with, Dennis. Have you seen him today? Seen him? No. No, can't say I have. Thanks anyways. That article you wrote, it's done this town a lot of good. How do you figure? The mine was a band-aid on a torn artery. Sometimes, doing what is unpopular is still the moral choice. You probably believe that. I'd offer you something for that hangover. But I find in some cases, time is the best medicine. Ich mag den nicht. Der ist so nett zu mir, so verständnisvoll. So was gibt's in solchen Spielen nicht. Kneipenkettensägen-Massaker. Naja, also das Blut auf unserem Hemd scheint ja nicht von Dennis zu kommen. Nur. Ich soll nichts nehmen. Ich schwöre allem ab. My mom used to say that all the time. Now she only says it a lot. Sounds like a wise woman. Listen to her advice. Now you have a good one, young man. Was there anything else you needed, by the way? I have to ask. Why move here, of all places? You know, here. Basswood. A blink and you miss this town. People move out of Basswood, not in. The town I used to work in had 100 other pharmacies in it. Oh, you'd make sales. But you don't get to know anyone, ever. Plus, if I'm being honest, I always imagined I'd retire in a small mountain town. I
I heard you're helping out with the celebration today. Naturally. It's the town's biggest homegrown tradition. I've become quite a fan myself. I never got into it. No. A celebration of hard work and building something with your own two hands? Well, it's quite romantic. I'm from Florida myself, but it has that universal appeal. If it works for you. Samuel, I saw you talking to Walter. Can you ask him something from me? What do you want from him? I was hoping the Basswood Jungle could run a piece about me. You see, some of the older folks see me as an outsider still. Can't say I'm surprised. I'll think about it. I really appreciated the chat, but I'm afraid it's time I get back to work. Do come see me again. Nein, es... Er hat eine klare Meinung zu meinem Artikel. Er glaubt fest daran, dass er etwas Gutes bewirkt hat. Da ist er vielleicht der Einzige in der Stadt. Das ist kein Zufall. Schließlich ist er nicht hier aufgewachsen. Ich habe mir die Zeit genommen, mit Taras gesundheitliche, Taras gesundheitliche Probleme anzuhören. 49! Ey! Okay, ihr hört Joanne nicht zu. Aber ihr hört Christina zu. Ich glaube, ich habe der einzigen nicht zugehört, der es wichtig war. Oh Gott. Arbeite einen Großteil des Tages im Café. Ich würde wirklich gern reden, wenn du noch hier bist. Kann ich antworten. Schade. Ich habe da nämlich meine ganz eigene Meinung dazu, ob wir reden oder nicht. Das scheint vernünftig zu sein. Bumst die einfach Nick? Ich meine, ich kann es verstehen. Ich bin nicht Sam, ja? Aber ich hätte mich davor schon für Nick entschieden und nicht für Sam. Wobei Sam ganz lustig ist. Können wir das Café sprengen? Nein. Ich dafür. Okay. Ich habe das Problem, langsam habe ich alles, also bin ich alles abgelaufen, nicht wahr? Annas Lieblingsladen. Sie ging jeden Monat in die LP-Abteilung. Die sind hier wahrscheinlich noch nicht mal die Neuauflagen, sondern noch die ganz, ganz alten. Muss ich? Muss ich? Triff dich mit Anna im Café. Ja klar, auch zu jemandem, ich hab doch gesagt. Und sie will Trinkgeld, für was? Ein Date. Annas Kaffee leer. Sie trinkt den Kaffee gern so heiß wie möglich. Betten there'll be a few more cups before she leaves. Some things never change. Hat die so Schweißflecken unter den Achseln? Was ist das? Ich trinke meinen Kaffee lieber kalt als heiß, okay? Zum Trinken. Autsch. Sam, I didn't think you'd actually show up. I didn't think I would either. But hey, sometimes we surprise ourselves. So, I hear you got in a fight. Es hat nichts mit dir zu tun. It was really more of a scuffle than a fight. A bit of tit for tat. Oh, well, if it was just a bit of friendly fisticuffs. Yeah, I don't know if I could call it friendly. You haven't seen Dennis today, have you? Why? Afraid your powerful blows laid him up? So, what are you working on? I'm working on an article. On how nature does its best to reclaim the land after a strip mining operation. Why are you looking for Dennis? Strip mining! I can tell something has you spooked. I can always tell. Das schon wieder. Go on. Tell her. You could honestly use a non-imaginary person to confide in. She might slow me down. Or try to involve the cops.
She might do those things, yes, or she might be someone who you can trust, who can help. Was war was? I just want to apologize to him for what happened yesterday. Well, he's probably working at the Basswood Jungle. He's there most weekends. Thank you. I'll check that out. We're not gonna have coffee? Mit dir nicht. Okay. Bye then. Ich werde alles tun, damit ich mit der nichts zu tun haben muss, ja? Diese Frau ist mein Graus. Nee, ich. Entschuldigung. Nee, nee. Ich meine, ich verstehe ja, es gibt nicht so viele, keine Ahnung, Männer in dieser Stadt, die man noch irgendwie in die Auswahl mitnehmen kann. Aber meinen besten Freund zu bumsen, nachdem sie meinen Antrag nicht angenommen hat. Ich meine, ja, es wird bestimmt irgendwas rauskommen. Ich war der schlechteste Kerl der Welt. Irgendwas wird dir schon einfallen. Typisch Frau halt, ne? Ja, genau. Es liegt an der Haarfarbe, an der Hautfarbe. Ja. Bin ich mir ganz sicher. Was machst du da? Telefonieren, okay. Was macht ihr da? Oh, das sind die... Oh, oh. Hi, Jungs. Okay, die leben noch. Ich hab ihn nicht umgebracht. Das ist gut. Einer weniger. Oh. Basswood Jungle. Eine kleine Zeitung mit einer treuen Leserschaft. Mein erster und einziger echter Job. Locked. I should check the back. Ja, und da sind die Minenarbeiter. Das my, my, my. Look what we got here. Ich bin gerade an euch. Sam Higgs? Trying to get back in a newspaper game? I thought you got the message last night. Of course, it was hard to tell. Considering you let Declan do your talking for you. Look, fellas. You know, Basswood can be a dangerous place. Wang well, so maybe gang. Consider just getting before something bad happened to you. Wer bin ich? You want me out of town so bad? Make me go. Try it. Don't tempt us, or we just might. Declan's right down the street. Don't know what that is. Watch yourself while you're in Basswood, because we'll be watching you. Miners. Komisches Flirten. Ach, das macht man so unter Freunden, weißt du? Ist halt so. Hey, hier unten war ich schon. Ich wollte da schon mal hoch, aber da durfte ich nicht. Unauffällig. Diese Ladebildschirme sind schon ein bisschen störend. Ich möchte mich jetzt nicht beschweren oder meckern, aber ein bisschen weniger wäre cool. Basswood Jungle. It's been a while. This place used to be my home, or at least felt like it. Where is Dennis? He should be in here. Hey, Dennis lebt. Oder Dennis gab's nie. Keine Piece. Ich danke, Alex. ich hätte es mir auch für PlayStation kaufen können. 3-1-2-1. Gleich mal anrufen, nein. Ich glaube, das braucht man. Ich glaube, das ist so ein Secret.
voll schön. Hab doch immer sowas. Ich finde es schön, dass immer jemand drauf achtet, dass ich um drei ausmache. Ich finde das lieb. April 2017. Aha. Ach so, ah, das meintest du, das habe ich gar nicht gesehen. Das sind keine Post-it-Notizzettel, oder? Doch. Ach, die hängen alle nur super gleichmäßig nach unten halt so schräg ab. Okay, gut. Das sah so würfelig aus. So dreidimensional. Nie vierstellige Geburtstagskarte. Niemals. Dennis. Dennis. What happened? Who? Is that how I got blood on me? Did I? Oops. Say it. Why did you kill me? You can do this, Sam. When you focus, you can think through any problem. Is this Walking Dead? Töten? Sam, no. Don't think about that. Don't let it in. Focus on me, Sam. Dennis is a disgrace. Think oh. About that. Don't let it in. Okay, ich muss die richtige Taste drücken und die ändert sich immer. Hallo? Wo ist er? Ja, den konnte ich nicht an. Ich kann nicht so dir. Ich konnte nicht zu dem. Keep going. You got this. Es ist zu hell für die Uhrzeit. Wo ist er? Ah, da ist er. Don't give up, Sam. You almost have it. Licht ja. Oh, jetzt kommt. Jetzt kommt Baywatch Walking Dead. Kniet nieder, meine Sklaven. This is Dennis's office. There must be some clues around. Come on, Sam, keep it together. You can solve this. Figure this out before Dennis dies again and the panic overwhelms you. Also, es ist schon ziemlich cool gemacht. Dennis Verletzung. Chest wound. What kind of weapon did this? Ich habe versucht, ihn zu retten, ist ja wohl klar, ja? Ich habe niemanden umgebracht. Blood all over the monitor. Not much to go on. I need Doch, something useful. Es ist wichtig, wo er stand, als er gestorben ist. Weil wie ist er denn so rumgefallen? Hat er sich gedreht oder was? Nee, nicht ganz. Weil hier kann ich, glaube ich, nicht aufhören. Hä? Ja, mach doch auch. The chair is pretty far away from the desk. But I don't think that's important. Aber ich kann. Chest wound. What kind of weapon did this? Na, eine Waffe, aber ich kann auch gar. Hä? Ach, jetzt? Ach, hä? Ach so, ich muss. Ah, okay, in der richtigen Reihenfolge. Aha. Blood sprayed on the desk from the injury.
But I need more to go on. Ah, jetzt kann ich auch... Nee, kann ich doch nicht. Chest wound. What kind of weapon did this? Gunshot. The bullet went clean through. The killer must have been close. Ich dachte, vielleicht hat er irgendwas auf die Tastatur geschmiert oder so. Und man sieht, was er wollte von mir. IT-Unterlagen. Notiz. Ich sag mal... Some IT-Documents. Nothing useful. Gunshot. The bullet went clean through. Richtig. The killer must have been close. Where did the bullet go? Ach so, dem habe ich gar nicht zugehört. Blut, Kugeleinschlag, hier ist er doch. The bullet stopped here. Small caliber like Dennis's gun. I need to find that lag gun. Lag nicht einfach auf dem Schreibtisch? Lag die nicht einfach hier? Hä? Sam, stop it. Come back to reality. But I... You didn't do anything. Dennis was already dead when you arrived, can't you see? Dennis was shot, and you don't even own a gun. How could you have done it? Dennis hatte eine. All you did was move his body, which is how your shirt got stained. Think about it, Sam. Calm down and think. You're right. I can see it. I have the complete picture now. Weiß doch jeder, wer es war. Man kann doch die Silhouette erkennen. Boah, das war so... Ich sag nichts. Ich meine, einen Punkt wollte ich auch sagen, aber jetzt mache ich es nicht mehr, weil mir das bestätigt wurde, dass das nur eine Person sein konnte. Blood on the shirt was Dennis's, but I didn't kill him. I found him dead. Blackout drunk, panicked. I stumbled in my car. Luckily, I ended up back at the hotel and not wrapped around a pole. Now, I know I didn't do it. The police, though, may not feel the same way. I need to search the area. See if I can find out why someone would murder Dennis. Ich habe Angst, dass es wirklich so einfach ist, weil... I need to find out why Dennis was killed. It may have something to do with Nick. Dennis's computer is still signed in. Seems like a good place to start. Deren Spiele sind jetzt nicht so dafür bekannt, dass es so krass ist, das rauszufinden. Hat es jetzt gespeichert? Das ist speichert, ne? Da, also da auf der Seite. Aber ich bin Luna... Nee, ich bin... Shinichi Lunan oder Luna Kudo. Ich bin Luna Kudo. Okay. Dann würde ich sagen... Oh. War es das für heute? Gucken wir mal. Wen können wir denn reden? Raider. Kong TV hat 0 Zuschauer bei mir gerade. Das ist ja lustig. Ich weiß. Der ist super angenehm. Der hat eine super angenehme Stimme. Oh, ich bin gerade froh, dass er noch streamt. Der ist cool. Der ist cool, glaubt mir. Der ist cool. Kudo. Ja, ich bin die Kuh.
So. Bei mir hat er gerade null gehabt. Das lag, glaube ich, daran, dass der Stream abgekackt ist. Scheinbar. So. Ich danke euch fürs Dabeisein. Ich danke euch fürs Mitaufregen über Anna. Und danke für die Unterhaltung. Danke fürs Spaß machen und alles. Und schlaft gut. Und bis, also je nachdem, wie ihr das seht, bis heute oder morgen, ne? Also Freitag. Da spielen wir ein bisschen Visage. Aber nicht zu lang. Kurzer Stream, weil wegen Friendly Fire. Ich muss ja da ein bisschen früher aufstehen. So, dann danke fürs Dabeisein. Schlaf gut, träum für Schönes und gute Nacht.